Die Sitzung ist eröffnet. Nehmen Sie bitte Platz. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie alle herzlich zur 20. Sitzung des Deutschen Bundestages. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich zunächst drei Kollegen zu ihren Geburtstagen gratulieren, die sie in den vergangenen Tagen gefeiert haben. Zunächst zu ihren runden Geburtstagen den Kolleginnen Dr. Herlind Gundelach und Katharina Landgraf sowie dem Kollegen Dr. Franz Josef Jung, der vor einigen Tagen seinen 65. Geburtstag gefeiert hat. Alle guten Wünsche für die Zukunft. Wir müssen noch eine Wahl durchführen. Für den Beirat der Stiftung Datenschutz schlägt die Fraktion der SPD vor, die Kolleginnen Christina Kampmann und Michelle Müntefering sowie für die ausgeschiedene Kollegin Gisela Pilz den Kollegen Gerold Reichenbach als Mitglieder zu wählen. Sind Sie mit diesen Vorschlägen einverstanden? Das ist offenkundig der Fall. Dann sind die genannten Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder des Beirates gewählt. Interfraktionell ist vereinbart worden, die verbundene Tagesordnung, um die in der Zusatzpunktliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Dabei soll von der Frist für den Beginn der Beratung soweit erforderlich abgewichen werden. Die Tagesordnungspunkte 6 und 14a werden abgesetzt. Der Tagesordnungspunkt 8 wird nach dem Tagesordnungspunkt 15 und der Zusatzpunkt 5 mit einer Debattenzeit von 38 Minuten nach dem Tagesordnungspunkt 13 aufgerufen. Ich mache auch jetzt schon darauf aufmerksam, dass es zum Tagesordnungspunkt 9 eine namentliche Abstimmung geben wird, die im Laufe des Nachmittags dann irgendwo gegen 16.30 Uhr etwa stattfinden wird. Und schließlich mache ich Sie darauf aufmerksam, dass die Überweisung der Unterrichtung der Bundesregierung auf der Drucksache 18.641 Nummer 23 an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit zur Federführung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherausschuss, den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie an den Ausschuss für Kultur und Medien aufgehoben wird. Auch dazu höre ich keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Zu unserem Tagesordnungspunkt 3, Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und zur Lage in der Ukraine, habe ich den Botschafter der Ukraine eingeladen, der zusammen mit zahlreichen anderen Vertretern der Botschaften unserer heutigen Debatte beiwohnt und den ich auf der Ehrentribüne herzlich begrüße. Das gilt auch für eine Delegation des Abgeordnetenhauses des Königreiches Bahrain, die ebenfalls an dieser Debatte teilnehmen. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung 96 Minuten vorgesehen. Auch dies ist offenkundig unstreitig. Dann können wir so verfahren. Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Jahrhundertelang waren die Beziehungen der europäischen Staaten von Rivalität, wechselnden Bündnissen und immer wieder schrecklichem Blutvergießen geprägt. Daran denken wir gerade in diesem Jahr 2014, dem Jahr der Gedenktage, ganz besonders. Wir denken an den Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren ausbrach. Er war die erste große Katastrophe des 20. Jahrhunderts, der alsbald die zweite folgen sollte. Der Zivilisationsbruch der Shoah und der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren. Dass sich an diese Schrecken ein nunmehr über ein halbes Jahrhundert von Frieden, Freiheit und Wohlstand in weiten Teilen Europas anschloss, das grenzt immer noch an ein Wunder. Mit der europäischen Einigung hat Europa die Lehren aus seiner leidvollen Geschichte gezogen. Zunächst im Westen Europas, nach 1989 darüber hinaus. Wir erinnern uns in diesem Jahr auch an den Fall der Berliner Mauer vor 25 Jahren
und an den Beginn der EU-Osterweiterung vor 10 Jahren. Die europäische Einigung ist und bleibt, gerade auch im 21. Jahrhundert, das große Versprechen auf Frieden, auf Freiheit und auf Wohlstand. Denn längst hat die Globalisierung unsere Welt, unsere Art zu leben, zu arbeiten, zu wirtschaften, bis in den letzten Winkel erfasst. Heute leben über 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Sie alle wollen am Wohlstand teilhaben. Niemand kann sich mehr darauf beschränken, nur seine eigenen Belange im Blick zu haben. Und wenn er es doch tut, dann schadet er sich selbst über kurz oder lang. Und das gilt für alle, für Deutschland, für unsere Nachbarn. Das gilt selbst auch für ein so großes und starkes Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika, ebenso wie für China und Russland. Wir sind alle, und zwar stärker und stärker, miteinander verflochten. Und eben auch Russland. Ausdruck dessen sind zum Beispiel jährliche deutsch-russische Regierungskonsultationen, der Petersburger Dialog, das deutsch-russische Rohstoffforum, mehr als 20 bilaterale Abkommen Russlands mit der Europäischen Union, der Ostseerat, unsere Zusammenarbeit Russlands mit Russland in den G8 und G20, der NATO-Russland-Rat, Verhandlungsmandate im Nahost-Friedensprozess und bei den Nukleargesprächen mit dem Iran und vieles, vieles mehr. Das alles ist gelebte Globalisierung im 21. Jahrhundert. Sie ist Ausdruck der Erkenntnis, dass wir alle in Europa und darüber hinaus uns den großen Aufgaben gemeinsam stellen müssen. Sie ist Ausdruck dessen, dass jeder von uns allein weniger erreicht als gemeinsam. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Umfeld, in dem wir schon 2008 in Georgien und jetzt mitten in Europa um die Ukraine einen Konflikt erleben, einen Konflikt um Einflusssphären und um Territorialansprüche, wie wir ihn eigentlich aus dem 19. und 20. Jahrhundert kennen, einen Konflikt, den wir für überwunden gehalten haben. Aber ganz offensichtlich ist er nicht überwunden. Das zeigen nur 3 Nachrichten der letzten 14 Tage. 27. Februar. Das Krim-Parlament setzt in nicht öffentlicher Sitzung eine neue Regierung ein und spricht sich in dieser Sitzung für eine Volksbefragung über den künftigen Status der Region aus, zunächst geplant für den 25. Mai, dann vorverlegt auf den 30. März und schließlich auf den 16. März. Dies ist eine Verletzung der ukrainischen Verfassung, die Sezessionsreferenden in einzelnen Landesteilen ohne Zustimmung des Gesamtstaats nicht erlaubt. 1. März. Der russische Föderationsrat stimmt auf Bitten von Staatspräsident Putin in einem Vorratsbeschluss einem Militäreinsatz auf der Krim im Grundsatz zu, nachdem Russland zuvor um, wie es heißt, Beistand gebeten worden sei. 11. März. Das Krim-Parlament beschließt die Unabhängigkeit der Krim von der Ukraine, womit das in der ukrainischen Verfassung vorgesehene Verbot von Sezessionsreferenden umgangen werden soll. Meine Damen und Herren, es ist offenkundig, die territoriale Unversehrtheit und damit die staatliche Einheit der Ukraine werden ganz offen in Frage gestellt und verletzt. In einer Phase großer Unsicherheit in der Ukraine hat sich Russland nicht als Partner für Stabilität in dem mit ihm historisch, kulturell und wirtschaftlich eng verbundenen Nachbarland erwiesen, sondern nutzt dessen gegebene Schwäche aus. Das Recht des Stärkeren wird gegen die Stärke des Rechts gestellt, einseitige geopolitische Interessen über Verständigung und Kooperation. Das, meine Damen und Herren, ist Handeln nach den Mustern des 19. und 20. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert. Denn, noch einmal, niemand, schon gar nicht Länder wie die Europäische Union oder die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch Russland nicht,
Niemand von uns kann sich heute im 21. Jahrhundert noch darauf beschränken, nur seine eigenen Belange im Blick zu haben. Und wenn er es doch tut, dann schadet er sich selbst über kurz oder lang. Es ist ganz ohne Zweifel beklemmend, was wir derzeit mitten in Europa erleben. Ich fürchte, wir werden auch einen langen Atem brauchen, um den Konflikt zu lösen. Aber wir können diese für Europa zentrale Herausforderung entschlossen annehmen. Es geht um die territoriale Unversehrtheit eines europäischen Nachbarlandes, um den Respekt vor den Prinzipien der Vereinten Nationen, um Prinzipien und Methoden des Interessenausgleichs im 21. Jahrhundert. Weil in diesen Tagen von dem einen oder anderen der Vergleich mit dem Kosovo-Konflikt gezogen wird, vielleicht auch gleich wieder in dieser Debatte, erlaube ich mir dazu eine kurze Nebenbemerkung. Nachdem damals die Staatengemeinschaft den sogenannten ethnischen Säuberungskriegen von Milosevic auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien jahrelang mehr oder weniger ohnmächtig zugesehen hatte, nachdem Sanktionen und Verhandlungen keinerlei Wirkung gezeigt hatten, entschloss sich die NATO, ohne UN-Mandat militärisch einzugreifen, auch weil Russland jeden Beschluss des UN-Sicherheitsrats für ein UN-Mandat blockiert hatte. Um es klipp und klar zu sagen, die Situation damals ist in keiner Weise mit der in der Ukraine heute vergleichbar. Doch wenn ich mich schon auf diesen aus meiner Sicht beschämenden Vergleich einlasse, dann hat ganz grundsätzlich Folgendes zu gelten. Das Vorgehen Russlands in der Ukraine ist ein eindeutiger Bruch grundlegender völkerrechtlicher Prinzipien. Er würde nicht dadurch relativiert, wenn es auch andere Völkerrechtsverletzungen gegeben hätte. Es bleibt ein Bruch des Völkerrechts mitten in Europa, nachdem wir nicht zur Tagesordnung übergehen dürfen und nachdem wir nicht zur Tagesordnung übergegangen sind. In dieser spannungsgeladenen und gefährlichen Situation gilt es, Wege aus der Krise zu finden. Militärisch ist der Konflikt nicht zu lösen. Ich sage dies allen Menschen, die Angst und Sorge haben. Militärisches Vorgehen ist keine Option für uns. Die Politik der Bundesregierung und unserer Partner in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika folgt vielmehr einem politisch-ökonomischen Dreiklang. Erstens, wir arbeiten intensiv für die Einrichtung einer internationalen Beobachterkommission und einer Kontaktgruppe bzw. Koordinierungsgruppe. Sie können es nennen, wie Sie wollen. Wir arbeiten damit für einen politisch-diplomatischen Weg aus der Krise. Ziel der Beobachtermission wäre es, Behauptungen zu überprüfen und ein objektives Bild der Lage überall in der Ukraine zu erreichen. Ziel einer Kontaktgruppe wäre es, einen Gesprächskanal zwischen Moskau und Kiew unter Vermittlung internationaler Partner aufzubauen. In einer solchen Kontaktgruppe müssten all die Themen auf den Tisch, die zum jetzigen Konflikt geführt haben oder diesen in Zukunft noch anheizen könnten. Natürlich würde es dabei auch um Autonomierechte der Krim und Sprachenfragen gehen. Eines muss dabei aber unmissverständlich klar sein: Die territoriale Integrität der Ukraine steht nicht zur Disposition. Und in diesem Zusammenhang sei ausdrücklich erwähnt, auch andere Staaten wie der Republik Moldau oder Georgien gebührt in dieser Situation unsere Solidarität. Zweitens. Bei ihrem Treffen am 6. März haben sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu umfangreichen Hilfen für die Ukraine entschlossen. Wir haben das von der Kommission vorgelegte Unterstützungsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 11 Milliarden Euro begrüßt.
Dies umfasst auch Maßnahmen der europäischen Förderbanken EIB und EBRD. Schnelle Hilfe ist jetzt gefragt. Dabei ist auch eine enge Abstimmung mit dem IWF für die EU-Unterstützung essentiell. Eine IWF- und eine EU-Delegation sind bereits vor Ort in Kiew, um sich ein vollständiges Bild von der Lage der Ukraine zu machen und erste Vorschläge für ein etwaiges Unterstützungs- und Reformprogramm zu erarbeiten. Wir haben letzte Woche in Brüssel auch gemeinsam beschlossen, den politischen Teil des EU-Assoziierungsabkommens mit der Ukraine bald zu unterzeichnen, der wichtige Impulse vor allem im Bereich der Rechtsstaatsentwicklung gibt. Einige der wirtschaftlichen Vorteile der im Abkommen angelegten tiefen und umfassenden Freihandelszone will die EU kurzfristig durch einseitige Handelserleichterungen wie eine Senkung von Zöllen zugänglich machen. Äußerst wichtig ist natürlich auch in dieser Situation, die Kontakte der Menschen untereinander zu befördern. Wir wollen die Verhandlungen zu Visaerleichterungen für die Ukraine beschleunigt vorantreiben. Auch im Energiebereich steht die EU bereit, die Ukraine bei einer Stärkung ihrer Energiesicherheit zu unterstützen, etwa durch eine größere Diversifizierung von Energiequellen und Transportwegen und Modernisierungsmaßnahmen. Ganz wichtig werden aber auch Signale der Solidarität von Mensch zu Mensch sein, und dies auch und vor allem in der Ostukraine. Hier können bestehende Städtepartnerschaften, und es gibt eine ganze Reihe davon, und andere zivilgesellschaftliche Kontakte eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich möchte die deutschen Städte, aber auch Schulen, Universitäten oder Vereine mit Partnern in der Ukraine dazu ermuntern, in dieser besonderen Zeit den Kontakt noch zu vertiefen und zu schauen, ob praktische Hilfeleistungen möglich sind. Wir unterstützen die Übergangsregierung in Kiew darin, eine Regierung für alle Ukrainer zu sein. Es geht darum, Gräben zu überwinden, erste Schritte zur wirtschaftlichen Stabilisierung zu gehen und freie und faire Wahlen im Mai zu ermöglichen. Die Ukraine sollte weiterhin ein Ort des friedlichen Zusammenlebens für alle ihre Bürger sein. Ganz gleich, ob sie ukrainisch, russisch, tatarisch oder eine der anderen Sprachen sprechen und welchen Glauben sie haben. Wenn dieser Weg des Übergangs erfolgreich gemeistert werden kann, dann kann sich das europäische Angebot einer Reformpartnerschaft erfüllen, so wie sie im Assoziierungs- und vertieften Freihandelsabkommen niedergelegt ist. Die Zielsetzung ist sehr eng verwoben mit den Erwartungen, die in den Protesten auf dem Maidan zum Vorschein kamen. Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz, mehr Transparenz, weniger Korruption und eine weitere Reduktion der Handelsbeschränkung. Dieses Angebot zur Modernisierung ist ein Ansatz der Nachbarschaftspolitik, nicht der Geopolitik. Es ist gegen niemanden gerichtet. Ich wiederhole in diesem Zusammenhang das, was ich in meiner Regierungserklärung zum EU-Gipfel zur östlichen Partnerschaft am 18. November des letzten Jahres hier im Deutschen Bundestag gesagt habe. Weder die östliche Partnerschaft noch die bilateralen vertraglichen Beziehungen, die die EU mit ihren Partnern abschließen will, richten sich gegen Russland. Wir müssen, so habe ich damals gesagt, weiter daran arbeiten, dass es kein Entweder-Oder zwischen einer Annäherung der Länder der östlichen Partnerschaft an die EU und dem russischen Bemühen um eine engere Partnerschaft mit diesen Ländern geben sollte. Meine Damen und Herren, die Ereignisse in diesen Wochen scheinen darüber hinwegzufegen. Richtig bleibt es trotzdem, auch jetzt nichts unversucht zu lassen, genau diesen Ansatz, für den die EU konkrete Vorschläge unterbreitet hat, weiter zu verfolgen. Von der Stärkung und Modernisierung der Volkswirtschaften unserer osteuropäischen Partner profitierte im Übrigen auch Russland. Dazu gehört für uns natürlich auch, mit Russland über vermeintliche Nachteile aus einer ukrainischen Assoziierung für den ukrainisch-russischen Handel zu sprechen. Dazu gehört, zusammen mit Russland an Lösungsansätzen für ungelöste Konflikte in der gemeinsamen Nachbarschaft zu arbeiten. Und dazu würde auch gehören, mit Russland über ein neues Wirtschaftsabkommen zu beraten. Meine Damen und Herren, es gilt aber auch drittens, für den Fall, dass Russland nicht bereit ist,
auf den Weg der Zusammenarbeit und des Rechts zurückzukehren. Für den Fall, dass Russland unverändert nicht bereit ist, zur Entspannung beizutragen, haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union bei ihrem Treffen in der letzten Woche in Brüssel 3 Stufen für ihr weiteres Vorgehen festgelegt. In einer ersten Stufe haben wir die Verhandlungen über ein neues Abkommen zu den Grundlagen der EU-Beziehungen mit Russland und über Visafragen suspendiert. Wenn es in den allernächsten Tagen nicht zu Verhandlungen mit Russland kommt, und zwar zu Verhandlungen, die auch Resultate hervorbringen und nicht nur auf Zeit spielen, dann werden die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten in ihrem Rat am kommenden Montag, dem 17. März, als zweite Stufe weitere Maßnahmen beschließen. Dazu gehören Einreisesperren, Kontensperren und die Absage des EU-Russland-Gipfels. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es ist in Ihrer aller Namen, wenn ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutze, unserem Außenminister Frank-Walter Steinmeier zu danken. Ich danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz in schier endlosen, leider auch frustrierenden Gesprächen, aber nie nachlassend in unserem gemeinsamen Bemühen, einen Ausweg aus der Krise zu finden. Und es versteht sich von selbst, dass auch unser nächster regulärer Rat der Staats- und Regierungschefs neben seiner seit langem geplanten Tagesordnung zu Klima- und Energiefragen natürlich sich auch mit dem weiteren Fortgang der Ereignisse in der Ukraine befassen wird. Für den Fall, dass Russland die Lage in der Ukraine weiter destabilisiert, auch in der Ostukraine, sehen wir besorgniserregende Entwicklungen, haben die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen am 6. März eine dritte Stufe von Maßnahmen vereinbart, die wir bereit wären zu ergreifen. Sie könnten in vielfältiger Weise die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland betreffen. Um es unmissverständlich klar zu machen, niemand von uns wünscht sich, dass es zu solchen Maßnahmen kommt. Doch wir alle wären zu ihnen bereit und entschlossen, falls sie unumgänglich werden. Wir alle, das sind die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in engster Abstimmung mit unseren transatlantischen Partnern und innerhalb der G7. Gemeinsam haben wir auch in der G7 in der vergangenen Woche beschlossen, unsere Beteiligung an den Vorbereitungsprozessen für den im Juni geplanten G8-Gipfel auszusetzen, bis ein Umfeld hergestellt ist, in dem sinnvolle Gespräche im G8-Rahmen wieder möglich sind. Meine Damen und Herren, wenn Russland seinen Kurs der letzten Wochen fortsetzt, dann wäre das nicht nur eine Katastrophe für die Ukraine. Dann empfänden wir das nicht nur auch als Nachbarstaaten Russlands als eine Bedrohung. Dann veränderte das nicht nur das Verhältnis der Europäischen Union als Ganzes zu Russland. Nein, dann schadete das nicht zuletzt, davon bin ich ganz überzeugt, massiv auch Russland. Und zwar ökonomisch wie politisch. Denn ich kann es gar nicht oft genug und nachdrücklich genug sagen, die Uhr lässt sich nicht zurückdrehen. Interessenkonflikte mitten in Europa im 21. Jahrhundert lassen sich erfolgreich nur dann überwinden, wenn wir nicht auf Muster des 19. und 20. Jahrhunderts zurückgreifen, sondern sie lassen sich nur dann überwinden, wenn wir mit den Prinzipien und Mitteln unserer Zeit des 21. Jahrhunderts agieren. Auch geopolitische Stärke entwickeln, das geht erfolgreich nur mit den Prinzipien und Mitteln unserer Zeit. Uns allen in Europa und der Welt, auch Russland, eröffnet sich auf diesem Weg so sehr viel mehr Chancen als Risiken. Dem folgt der Dreiklang unseres Handelns als Bundesregierung. Gespräche, Hilfen und Sanktionen, indem Deutschland in der aktuellen Krise in enger Abstimmung mit unseren Partnern die jeweils nächsten Schritte geht. Und dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank.
Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Putin will die gesamte Krise in der Ukraine militärisch lösen. Er hat nicht begriffen, dass die Probleme der Menschheit weder mit Soldaten noch mit Gewehren zu lösen sind. Ganz im Gegenteil. Auch die Probleme Russlands lassen sich so nicht lösen. Sein Denken und Handeln ist falsch und wird von uns deutlich verurteilt. Es ist aber dasselbe Denken, das im Westen vorherrschte und vorherrscht bei Jugoslawien, Afghanistan, dem Irak und Libyen. An die Stelle der Systemkonfrontation sind die Interessengegensätze der USA und Russlands getreten. Der Kalte Krieg ist beendet, aber solche Interessengegensätze können zu ganz ähnlichen Zügen führen. Die USA wollen mehr Einfluss gewinnen und vorhandenen verteidigen, und Russland will mehr Einfluss gewinnen und vorhandenen verteidigen. Ich sage als Stichworte bei Russland nur Georgien, Syrien, Ukraine. Auch wenn man Putins Vorgehen verurteilt, muss man sehen, wie es zur gesamten Zuspitzung und Konfrontation kam. Und ich sage es Ihnen hier ganz deutlich. Alles, was NATO und EU falsch machen konnten, haben sie falsch gemacht. Ich beginne bei Gorbatschow im Jahre 1990. Er schlug vor, ein gemeinsames europäisches Haus, Auflösung der NATO und des Warschauer Vertrages und das Finden einer gemeinsamen Sicherheit mit Russland. Das hat die NATO ausgeschlagen. Sie hat gesagt, Warschauer Vertrag auflösen, okay, die NATO bleibt. Und aus dem Verteidigungsbündnis NATO wurde ein Interventionsbündnis gemacht. Der zweite Fehler. Bei der Herstellung der deutschen Einheit erklärte der amerikanische Außenminister und unser damaliger Außenminister Genscher und andere Außenminister gegenüber Gorbatschow, dass es keine Osterweiterung der NATO geben wird. Dieses Versprechen ist gebrochen worden. Es gab eine vehemente Ausweitung der NATO in Richtung Russland. Und der ehemalige US-Verteidigungsminister Robert Gates bezeichnete die eilfertige Aufnahme der osteuropäischen Staaten in die NATO als schweren Fehler und den Versuch des Westens, die Ukraine in die NATO einzuladen, als schwere Provokation. Nicht ich, der US-amerikanische Verteidigungsminister, der ehemalige, hat das erklärt. Dann kam drittens der Beschluss, Raketen in Polen und Tschechien zu stationieren. Die russische Regierung sagte, das tangiert unsere Sicherheitsinteressen. Wir möchten das nicht. Es hat den Westen überhaupt nicht interessiert. Es wurde dennoch gemacht. Und dann hat die NATO das Völkerrecht beim Jugoslawienkrieg mehrfach und schwer verletzt. Das räumt inzwischen auch der damalige Kanzler Schröder ein. Serbien hatte keinen anderen Staat angegriffen und es gab keinen Beschluss des UN-Sicherheitsrates. Es wurde dennoch mit erstmaliger bundesdeutscher Beteiligung nach 1945 bombardiert. Und die Bewohnerinnen und Bewohner des Kosovo durften in einem Volksentscheid die Loslösung von Serbien beschließen. Ich habe damals die Völkerrechtsverletzung schwer kritisiert und Ihnen beim Kosovo gesagt, Sie öffnen eine Büchse der Pandora. Denn wenn das im Kosovo erlaubt ist, müssen Sie es auch in anderen Gegenden erlauben. Sie haben mich beschimpft, Sie haben es nicht ernst genommen, und zwar, weil Sie glaubten, solche Sieger im Kalten Krieg zu sein, dass alle alten Maßstäbe für Sie nicht mehr gelten. Ich sage es Ihnen, die Basken fragen, warum sie keinen Volksentscheid machen dürfen, ob sie zu Spanien gehören wollen oder nicht. Die Katalanen fragen, warum sie keinen Volksentscheid machen dürfen, ob sie zu Spanien gehören wollen oder nicht. Und natürlich auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Krim. Und durch Völkerrechtsverletzungen kann man über Gewohnheitsrecht auch neues Völkerrecht schaffen, das wissen Sie. Ich bleibe aber der Meinung, dass die Abtrennung der Krim völkerrechtswidrig wäre, genauso wie die Abtrennung des Kosovo völkerrechtswidrig war. Ich wusste aber, dass sich Putin auf den Kosovo berufen wird, und er hat es auch getan. Und jetzt sagen Sie, Frau Bundeskanzlerin, die Situation ist doch eine völlig andere. Sie verkennen, ja, es kann ja schon sein, Sie verkennen, aber Völkerrechtsbruch ist Völkerrechtsbruch. Meine liebe Frau Roth, fragen Sie doch mal einen Richter, ob ein Diebstahl aus edlerem Motiv im Vergleich zu einem Diebstahl aus unedlerem Motiv kein Diebstahl ist. Er wird Ihnen sagen, es bleibt ein Diebstahl. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und Herr Strupp,
Herr Struck hat damals erklärt, die Bundesrepublik muss ihre Sicherheit am Hindukusch verteidigen. Nun erklärt Herr Putin, Russland muss seine Sicherheit auf der Krim verteidigen. Deutschland hatte am Hindukusch übrigens keine Flotte und war auch wesentlich weiter entfernt. Trotzdem sage ich, beide Sätze waren bzw. sind falsch. Aber es bleibt auch Folgendes. Wenn viele Völkerrechtsverletzer dem Völkerrechtsverletzer Russland vorwerfen, das Völkerrecht zu verletzen, ist das nicht besonders wirksam und glaubwürdig. Das ist die Tatsache, mit der wir es zu tun haben. Obama sprach, wie Sie, Frau Bundeskanzlerin, von der Souveränität und territorialen Integrität der Staaten. Aber diese beiden Prinzipien wurden in Serbien, im Irak, in Libyen verletzt. Der Westen meinte, das Völkerrecht verletzen zu können, weil der Kalte Krieg vorbei sei. Man hat die chinesischen und russischen Interessen grob unterschätzt. Sie haben Russland mit Jelzin, der auch häufig angetrunken war, überhaupt nicht mehr ernst genommen. Aber die Situation hat sich geändert. Sehr spät berufen Sie sich jetzt wieder auf die im Kalten Krieg entstandenen völkerrechtlichen Grundsätze. Ich bin sehr dafür, dass sie wieder gelten, aber dann für alle. Anders geht es nicht. Dann gab es das Gezerre zwischen der EU und Russland an der Ukraine. Beide dachten und handelten gleich. Barroso, der Kommissionschef der EU, hat gesagt, entweder Zollunion mit Russland oder Verträge mit uns. Er hat nicht gesagt beides, entweder oder. Und Putin hat gesagt, entweder Verträge mit der EU oder mit uns. Beide haben gleichermaßen alternativ gedacht und gehandelt. Das war ein verheerender Fehler von beiden Seiten. Kein einziger EU-Außenminister hat versucht, mit der russischen Regierung zu sprechen und die berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Russland fürchtet doch, dass nach der EU die NATO in die Ukraine kommt. Es fühlt sich immer eingekreister. Aber es wurde nur an der Ukraine gezerrt. Die EU-NATO-Außenminister haben die Geschichte Russlands und der Ukraine völlig unberücksichtigt gelassen. Sie haben die Bedeutung der Krim für Russland nie verstanden. Und die ukrainische Gesellschaft ist tief gespalten. Auch das wurde nicht berücksichtigt. Diese tiefe Spaltung zeigte sich schon im Zweiten Weltkrieg und sie zeigt sich auch heute. Die Ostukraine tendiert in Richtung Russland, die Westukraine tendiert in Richtung Westeuropa. Es gibt derzeit keine einzige politische Persönlichkeit in der Ukraine, die beide Teile der Gesellschaft repräsentieren könnte. Das ist eine traurige Wahrheit. Und dann gibt es noch den Europarat und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Die haben Sie schwer vernachlässigt, Frau Bundeskanzlerin, Herr Außenminister, in letzter Zeit. Die Gelder für die Organisation wurden immer gestrichen, weil Sie meinten, sie sind nicht wichtig. Sie sind aber die einzigen europäischen Organisationen, in denen sowohl Russland als auch die Ukraine organisiert ist. Deshalb müssen wir diese Organisation wieder stärken und nicht über einen Ausschluss Russlands faseln. Das ist völlig daneben. Auch finanziell stärken wir. Dann erlebten wir eine starke Zuspitzung auf dem Maidan. Dann erlebten wir Scharfschützen und viele Toten. Es gibt verschiedene Gerüchte. In solchen Situationen wird viel gelogen. Und deshalb schlagen wir eine internationale Untersuchungskommission vor. Wir und die Ukrainerinnen und Ukrainer vor allem haben ein Recht zu erfahren, was ist dort gelaufen, wer trägt dort welche Verantwortung. Und ich freue mich, dass Sie das, Frau Bundeskanzlerin, unterstützen. Auf dem Maidan gab es viele demokratische Kräfte, aber auch Faschisten. Der Westen machte direkt und indirekt mit. Und dann haben Außenminister Steinmeier, der französische und der polnische Außenminister mit Janukowitsch und der Opposition einen Vertrag geschlossen. Und jetzt sagen Sie, Herr Außenminister Janukowitsch habe die Vereinbarung durch seine Flucht hinfällig gemacht. Das ist falsch. Die Menschen auf dem Maidan lehnten die Vereinbarung mit großer Mehrheit ab. Und Sie, Herr Außenminister, haben auch nicht auf dem Platz geworben für diese Vereinbarung. Und erst nach der Ablehnung verließ dann Janukowitsch Kiew. Dann tagte das Parlament und wählte ihn mit 72,88% ab. Die Verfassung schreibt aber 75% vor. Nun sagt Herr Röttgen und andere, na ja, bei einer Revolution kann man nicht so genau auf die Verfassung achten, also ein paar Prozentchen mehr oder weniger. Kann man ja alles machen. Nur Putin beruft sich darauf und sagt, es gab nicht die verfassungsmäßige Mehrheit für die Abwahl und stützt sich deshalb auf Schreiben, die Janukowitsch ihm schreibt. Außerdem, bei der Abstimmung im Parlament standen lauter Bewaffnete rum, nicht besonders demokratisch.
Und bei der Volksabstimmung auf der Krim kommenden Sonntag stehen auch lauter bewaffnete Soldaten rum, auch nicht besonders demokratisch. Und interessant ist, dass Sie, Frau Bundeskanzlerin, sagen, ein solcher Volksentscheid ist nach der ukrainischen Verfassung verboten. Wann gilt sie denn nun und wann nicht? Bei der Abwahl des Präsidenten gilt sie nicht und bei der Krim soll sie plötzlich gelten. Sie müssen schon wissen, akzeptieren Sie die ukrainische Verfassung als Ganzes oder nur in bestimmten Teilen, wenn es Ihnen gewogen ist? Das ist die Art, die ich kenne und die ich nicht mag. Dann wurde eine neue Regierung gebildet, sofort anerkannt von Präsident Obama, auch von der EU, auch von der Bundesregierung. Frau Merkel, der Vizepremierminister, der Verteidigungsminister, der Landwirtschaftsminister, der Umweltminister, der Generalstaatsanwalt, das sind Faschisten. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates war Gründungsmitglied der faschistischen Swoboda-Partei. Faschisten haben wichtige Posten und dominieren zum Beispiel den Sicherheitssektor. Und noch nie sind Faschisten freiwillig aus der Macht wieder ausgetreten, wenn sie einmal einen Teil davon erobert hatten. Und zumindest die Bundesregierung hätte hier eine Grenze ziehen müssen, schon aufgrund unserer Geschichte. Als Haiders FPÖ in die österreichische Regierung ging, gab es sogar Kontaktsperren und so. Und bei den Faschisten in der Ukraine machen wir nichts. Swoboda hat engste Kontakte zur NPD und zu anderen Nazi-Parteien in Europa. Und der Vorsitzende dieser Partei, Oleg Tjagnibok, hat Folgendes wörtlich erklärt. Ich zitiere jetzt. Das müssen Sie sich anhören, was er wirklich gesagt hat. Anführungsstriche. Schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Ich wiederhole. Dieser Mann hat gesagt, Anführungsstriche, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Es gibt jetzt Übergriffe auf Jüdinnen und Juden und auf Linke. Und gegen all das sagen Sie nichts. Mit diesen Swoboda-Leuten reden Sie. Ich finde das einen Skandal. Ich muss Ihnen das ganz klar sagen. Jetzt wollen Sie, haben Sie ja auch angekündigt, Sanktionen machen, wenn es nicht anders ginge, wie Sie sagen. Aber die werden Putin nicht imponieren. Das spitzt doch die Situation nur zu. Kissinger hat recht, der ehemalige Außenminister der USA. Er sagt, die Sanktionen sind nicht Ausdruck einer Strategie, sondern Ausdruck des Fehlens einer Strategie. Das gilt auch für die eskalierenden Militärflüge über Polen und die baltischen Republiken. Was soll das? Konten von Janukowitsch und seinen Anhängern sind gesperrt, weil es gestohlenes Staatsgeld ist. Meine Frage, das wussten Sie vorher nicht? Zweite Frage, warum eigentlich nur deren Konten? Was ist mit dem Milliardenvermögen der Oligarchen, die andere Kräfte unterstützen? Warum machen Sie dort nichts? Wie einseitig läuft das eigentlich alles? Es gibt nur den Weg der Diplomatie. Erstens, der Westen muss die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands auf der Krim anerkennen, wie das übrigens auch US-Außenminister Kerry erkannt hat. Es muss ein Status für die Krim gefunden werden, mit dem die Ukraine, Russland und wir leben können. Russland muss garantiert werden, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird. Zweitens, die Perspektive der Ukraine liegt in einer Brückenfunktion zwischen EU und Russland. Drittens, es muss in der Ukraine ein Prozess der Verständigung und Versöhnung zwischen Ost und West eingeleitet werden. Vielleicht über einen föderalen oder konföderalen Status, vielleicht auch über zwei Präsidenten. Was ich der EU und der NATO vorwerfe, bis heute ist kein Verhältnis zu Russland gesucht und gefunden worden. Das muss sich jetzt gründlich ändern. Sicherheit in Europa gibt es weder ohne noch gegen Russland, sondern nur mit Russland. Und wenn die Krise eines Tages überwunden ist, könnte ein Vorteil darin bestehen, dass das Völkerrecht endlich wieder von allen Seiten respektiert wird. Danke schön. Für die SPD-Fraktion erhält nun der Kollege Rolf Mützenich das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es besteht heute kein Zweifel, dies ist eine internationale Krise, eine ernste internationale Krise und ein tiefer Einschnitt in den Beziehungen zu Russland. Und ich glaube, da muss heute
insbesondere in unseren Reden, genau dieses Schwergewicht drauf liegen und nicht sozusagen einen innenpolitischen Reflex folgen, um über Außenpolitik zu reden. Ich glaube, wir müssen dieser Situation gerecht werden durch das, über wen wir hier sprechen und über welche Auswege wir letztlich versuchen, auch dieses Verhältnis letztlich auch wieder in eine friedliche Kooperation zu bringen. Und ich glaube, es ist angemessen, auch von dieser Stelle heute zu sagen, es ist absehbar. Leider wird Unsicherheit und neue Spannungen auch wieder in Europa durch diese Vorgänge, die wir auf der Krim, in der Ukraine und zu Russland sehen, auch wieder wachsen. Und ich ganz persönlich hätte diesen Rückfall in Chauvinismus und das Denken auch von Einflusszonen nicht erwartet. Wir haben viel dafür, gerade von Deutschland aus getan, um der Entspannungspolitik zum Durchbruch zu verhelfen und letztlich auch eine Verhaltensänderung in der Politik zu erreichen. Und deswegen müssen wir den Bundesbürgern sagen, es gibt unterschiedliche Dimensionen, die nicht unmittelbar nur die Ukraine betreffen. Die Bundeskanzlerin hat es gesagt. Es geht auch um andere Länder, in denen russische Minderheiten wohnen und wo möglicherweise die Unsicherheit in diesen Ländern wächst. In Bulgarien, im Baltikum, aber auch in Zentralasien. Das sind Spannungen, die sich um diese Länder wieder herum aufbauen werden. Und das muss man auch dem russischen Präsidenten sagen, es wird auch Auswirkungen auf sein Land selbst haben. Auch dort leben viele Minderheiten, die möglicherweise sich von dieser Politik überzeugen lassen und eigene sozusagen Forderungen in dieser Richtung stellen. Und natürlich misst die russische Politik heute anders. Sie spricht nicht alleine von russischen Staatsbürgern, sondern sie bespricht mittlerweile bereits über ethnische Russen, über das Slawentum. Und das ist die Gefahr, die auch für diesen Kontinent herrscht an dieser Stelle. Und wir machen uns natürlich auch insbesondere Sorgen darum, dass möglicherweise andere Regierungen in anderen europäischen Ländern sich dies zum Vorbild nehmen. Wir dürfen nicht vergessen, selbst innerhalb der Europäischen Union und außerhalb der Europäischen Union gibt es Regierungen, die in diesen Denkstrukturen überlegen, ihre politischen, ich sage es auch mal, Hasardeurritte über diesen Bereich in Europa letztlich zu tun. Und deswegen muss wir von hier aus sehr deutlich machen, es ist auch in unserem eigenen Interesse, dass wir versuchen, diesen Konflikt so gut wie möglich zu bewältigen. Und deswegen ist die Frage angemessen, hat der russische Präsident eine Strategie oder ist er ein von Schwäche und Willkür getriebener angesichts schwerwiegender innenpolitischer Probleme? Für beides gibt es Hinweise, für beides gibt es Fakten. Und das genau ist auch das große Problem. Einer, der innenpolitisch getrieben ist und sozusagen die Politik in die internationale Politik hineinbegibt, ist natürlich auch eine Gefahr, der internationale Spannungen auch produziert, um möglicherweise von innenpolitischen Problemen abzulenken. Aber in der Tat, die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, auf der einen Seite scheint es eine Strategie zu geben. Die Daten, die Sie genannt haben, in der Tat deuten darauf hin, dass möglicherweise auch auf der Krim bestimmte Gruppen sich diese Möglichkeiten auch frühzeitig für ihre Politik genutzt haben. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht verkennen, Russland ist in einer schweren Wirtschafts- und Modernisierungskrise und der russische Präsident hat im letzten Jahr selbst in der Rede zur Lage der Nation auf diese Probleme hingewiesen. Und das ist sozusagen auch die Möglichkeit, ihm Angebote zu machen, ihm bei dieser Wirtschafts- und Modernisierungskrise zu helfen und im Grunde genommen die innenpolitischen Herausforderungen auch aufzugreifen. Und das ist doch auch das, was uns aus der russischen Bevölkerung entgegenschlägt. Und wir wissen doch um die Meinungsumfragen. Das ist gar nicht so unumstritten, was die russische Politik heute tut. Und in Russland wissen wir, dass die Bürger mittlerweile auch Angst vor dieser Situation haben. Und das ist sozusagen nach meinem Dafürhalten etwas, was wir auch nutzen sollten in weiteren Gesprächen mit Russland. Der dritte Aspekt, und ich wäre froh, wenn wir nicht über die Ukraine hier immer reden würden und ihnen Vorschläge machen würden, wie ihre zukünftige Verfassung oder ihr zukünftiges Verhalten aussieht mit zwei Präsidenten, mit Föderalregierung und vieles andere auch, sondern ich würde mich freuen, wenn wir die Souveränität und Integrität
eben dieses Landes und der Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine anerkennen würden, egal welche politische Verantwortung wir heute hier im Deutschen Bundestag auch aufnehmen. Und deswegen, glaube ich, geht es doch genau darum, zu beobachten, was in der Ukraine passiert. Die Proteste am Anfang waren friedlich gewesen. Sie waren auch der Ausdruck einer Findung einer Nation, die über Sprache gemeinsames Verhalten und auch Hoffnung natürlich eine Orientierung hatte. Natürlich ist Europa für viele dort auch Vorbild. Aber in erster Linie ist es die nationale Identität, die wir respektieren müssen gegenüber der Ukraine und wo wir unser politisches Handeln auch messen lassen müssen. Und insbesondere war die Frage gewesen, natürlich, die Regierung Janukowitsch hat zur Brutalisierung der Verhältnisse auf dem Maidan beigetragen. Auch das müssen Sie von Seiten der Linken anerkennen. Staatliche Institutionen waren diejenigen, die Brutalisierung und Gewalt auf dem Platz, auf dem Maidan, aber insgesamt auch in die Ukraine bekommen haben. Und deswegen unterstützen wir die Bundeskanzlerin, wenn sie in ihrer Regierungserklärung fordert, darüber muss aufgeklärt werden. Auch eine Übergangsregierung in der Tat, und sie muss auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Aber das ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft in der Ukraine und letztlich eben nicht nur für die Regierung alleine. Meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das, was die Bundesregierung in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen unternommen hat. Das war Krisenmanagement gewesen, was nämlich auf dem Maidan und in der Ukraine versucht hat, das Blutvergießen zu stoppen. Das ist doch etwas, wofür wir unsere moralischen Kategorien auch versuchen einzubringen, auch mit den diplomatischen Verhältnissen eben den Konflikt auf dem Maidan zu beenden, der möglicherweise zu Schlimmerem geführt hätte. Wir wollten Schlimmeres verhindern. Und das hat die Bundeskanzlerin und das hat insbesondere auch der Außenminister mit anderen und nicht eben über die Köpfe anderer hinweg unternommen. Und dafür gebührt der Dank der gesamten Bundesregierung. Und zum anderen, Sie haben in den vergangenen Tagen, und ich glaube, auch das gehört zu einem Krisenmanagement, versucht, die verschiedenen Interessen der Europäischen Union zusammenzuhalten, zu bedenken und sozusagen auch auszudrücken. Sie, Frau Bundeskanzlerin, natürlich auch in Telefonaten, aber auch in Besuchen, gestern in Polen, der Außenminister im Baltikum, gerade Länder, die sich von dieser Situation insbesondere international herausgefordert fühlen. Und man kann natürlich im Nachhinein immer sagen, was falsch gemacht worden ist. Aber dass das Blutvergießen gestoppt worden ist, das müssen Sie doch auch, Herr Kollege Giese, hier an dieser Stelle anerkennen. Das war genau das, was die Bundesregierung in den Gesprächen mit anderen, mit dem polnischen und mit dem französischen Außenminister erreicht hat. In der Tat, dafür gebührt Anerkennung. Und wir dürfen nicht verkennen, Putin kann drohen. Aber er kann auf die zivilgesellschaftliche Entwicklung in der Ukraine langfristig keinen Einfluss nehmen. Auch das muss Präsident Putin und den handelnden Akteuren in Moskau deutlich werden. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass auch die russische Regierung an ihren Worten gemessen worden wäre, auch in der Auseinandersetzung über das, was alles falsch gelaufen ist. Auch Präsident Putin hat für Deeskalation geworben und trotzdem hat er Manöver abgehalten. Trotzdem hat er eine Interkontinentalrakete getestet. Trotzdem hat er eben nicht auf den Vorschlag eingehen wollen, eine Kontaktgruppe zu bilden. Alle sozusagen die Wege, die von hier aufgezeigt worden ist, hat er nicht angenommen. Und er war eben an Deeskalation nicht interessiert gewesen. Und ich finde das, lieber Kollege Giese, hätte man dem Präsidenten genauso vorhalten müssen. In der Tat, nach dem Ende des Kalten Krieges hat es Entwicklungen gegeben, die auch die Interessen Moskaus missachtet haben. Sie haben darüber gesprochen, die NATO-Osterweiterung, vieles andere auch. Aber es war doch die erste große Koalition gewesen, die in schwierigen Gesprächen damals verhindert hat, dass neue Mitgliedstaaten aufgenommen wurden, weil wir eben die Sicherheitsinteressen Russlands beachtet haben. Und ich glaube, das muss man doch würdigen, dass das gerade hier von der deutschen Bundesregierung und vom Deutschen Bundestag ausgegangen ist. Deswegen bin ich der Meinung, wir müssen aus beiderseitigem Verhalten letztlich auch lernen. Und Russland hat eben die Hand nicht ausgestreckt über die Fragen, das Assoziierungsabkommen. Alle die Gespräche, die geführt worden sind, sind von der russischen Seite auch abgelehnt worden. Deswegen will ich Ihnen sehr deutlich sagen, Herr Kollege Giese, der Kritik der Linken allein um der Kritik willen,
wird den außenpolitischen Herausforderungen nicht gerecht. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, Ihre Hinweise, was wir alles falsch getan haben, mal zu versuchen, in der letzten Legislaturperiode abzulesen. Und Sie haben keine einzige Frage. Sie haben keinen einzigen Antrag. Sie haben keinen einzigen Plenumspunkt hier aufgerufen, um über die Ukraine und über das schwierige Verhältnis zu Russland letztlich auch zu diskutieren. Und das ist Ihr Versagen, glaube ich, auch als Opposition an dieser Stelle. Deswegen ist es gut, dass wir auf Konfliktvermeidung achten, dass wir weiter den diplomatischen Weg gehen. Und für diejenigen, die immer auch das Empfinden Russlands in ihre Arbeit einbezogen haben, waren die letzten Wochen ein herber Rückschlag und Tage der Verunsicherung und Enttäuschung. Dennoch bin ich der Überzeugung, wir brauchen eine Entspannungspolitik in Zeiten neuer Spannungen, vor allem über den Tag hinaus. Der Kalte Krieg war ein Übel, der nicht nach Europa zurückkehren darf. Dafür werden wir uns weiter anstrengen. Vielen Dank. Katrin Göring-Eckardt ist die nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor genau 3 Wochen haben wir im Plenum des Deutschen Bundestages schon einmal über die Lage der Ukraine debattiert. Das war der 20. Februar. Und während wir hier debattiert haben, starben auf dem Maidan in Kiew Menschen durch die Schüsse von Scharfschützen. 82 Menschen sind es gewesen, die an diesem Tag zu Tode gekommen sind. Und wenn man sich die Biografien dieser Menschen anschaut, dann sieht man, sie sind unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, russisch, wie ukrainischsprachig, die dort ihr Leben gelassen haben. Einer von ihnen ist Josef Schilling, 61 Jahre alt, Mitglied der jüdischen Gemeinde. An dem Tag, als wir hier debattiert haben, wurde er in der Nähe des Oktoberpalastes in den Kopf geschossen. Josef Schilling ist einer von 82, die für ihren Wunsch nach Freiheit, nach Demokratie mit dem Leben bezahlt haben. Der Maidan, der Ort der Revolution war, ist Ort des Gedenkens geworden, meine Damen und Herren. Und Herr Gysi, wenn Sie sich heute hier noch einmal hinstellen und die Maidan-Bewegung diffamieren, wenn Sie sich hier noch einmal hinstellen und so austun, als wären es die rechten Kräfte auf dem Maidan gewesen, die ihn bestimmt hätten, wenn Sie so austun, als ob in der ukrainischen Regierung diese Kräfte die Oberhand hätten, dann will ich Ihnen eines sagen. Niemand hier im Haus wird verkennen, dass Swoboda und der rechte Sektor in der Ukraine eine Kraft sind, die mit dem, was wir an Werten und was wir an demokratischen Vorstellungen haben, in nichts und überhaupt nichts übereinstimmen, meine Damen und Herren. Aber es hilft eben auch nichts, mit einem Zitat von 2004 zu kommen. Und es hilft eben auch nichts, dabei zu verschweigen, dass wenn wir heute auf die Krim schauen und man ja schon fragen muss, wieso werden eigentlich die Rechtspopulisten aus ganz Europa, ausgerechnet die Rechtspopulisten aus ganz Europa, dort zur Wahlbeobachtung eingeladen. Das können Sie nämlich nicht verschweigen. Und dann ist klar, die demokratische Bewegung in der Ukraine hat zu Recht unsere Unterstützung bekommen. Und es ist zu Recht so, dass wir uns distanzieren von den rechtsnationalen Kräften. Und es ist richtig so, dass wir trotzdem sagen, die Demokratie und die Freiheit wird ganz sicher auch damit fertig werden in der Ukraine. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich sage Ihnen, ich bin sehr dankbar, dass sich Deutschland eben nicht neutral verhalten hat. Es war richtig, dass der deutsche Außenminister und das Weimarer Dreieck nach
Kiew gereist sind, um zu vermitteln. Es war notwendig, dass Europa den schamlosen Bruch des Völkerrechts durch ein Mitglied des Sicherheitsrates weder mit falscher Zurückhaltung noch mit militärischen Drohgebärden konfrontiert hat, sondern mit Diplomatie und ja, mit Besonnenheit. Und Diplomatie, das heißt eben auch klare Worte und sichtbare Konsequenzen. Und wenn an diesem Wochenende das Referendum auf der Krim den Ausgang nimmt, den wir im Moment vermuten, dann muss man deutlich sagen, es ist keine Abstimmung über Unabhängigkeit, sondern das ist eine ungültige Legitimation für eine völkerrechtswidrige Annexion. Und das muss man so nennen, das muss man so sagen, und das muss auch Frau Wagenknecht verstehen, die nämlich Verständnis dafür aufbringt. Ich kann dafür, meine Damen und Herren, kein Verständnis aufbringen. Es ist beispiellos, wie hier eine Region militärisch besetzt wird, kritische Stimmen unterdrückt werden und mit Hochdruck Fakten geschaffen werden. Ein so dreister und gefährlicher Rechtsbruch kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Und weil wir keine EU wollen, die auf dem Zuschauerplatz sitzt, weil wir die Einheit der EU wollen, kann man eben auch nicht zulassen, dass man verzweifelt in Richtung NATO schaut. Und deswegen sind die drei Stufen der Sanktionen auch richtig. Deswegen ist es klar, dass das die Mittel sind, mit denen wir deutlich sagen können, was wir wollen. Und sie sind eben ein Mittel der Diplomatie und nichts anderes. Und wenn man sich die Handelsbeziehungen anschaut, dann sieht man, natürlich wird das etwas ausmachen. Und natürlich wird Russland nicht mehr einfach so weitermachen können wie bisher. Das ist selbstverständlich, das ist klar, und das ist auch die Perspektive, vor der man steht, wenn man klar und deutlich darüber spricht. Und ich will an einem kritischen Punkt sagen, wo ich glaube, dass wir in Deutschland auch tatsächlich, wenn wir über Sanktionen reden, über unsere eigene Politik sprechen müssen. Und da geht es vor allen Dingen um unsere eigenen Rohstoffimporte. Es ist ja nicht egal, dass wir eine hohe Abhängigkeit von russischem Gas haben. Es ist aber auch eben nicht egal, dass wir eine hohe Abhängigkeit von russischem Öl und von russischer Kohle haben, meine Damen und Herren. Und wenn wir in Deutschland die Energiewende nach wie vor mit gebremstem Schaum, wenn wir die Energiewende nach wie vor so zurückhaltend vorantreiben, dann wird unsere Abhängigkeit von solchen Rohstoffimporten weitergehen. Und das ist für mich ein sehr zentraler Grund dafür, warum wir die Energiewende so vehement vorantreiben müssen, meine Damen und Herren. Wenn wir über Sanktionen reden, dann geht es natürlich auch nicht, dass wir einfach so in Europa weiter über Militärexporte in Richtung Russland reden. Meine Damen und Herren, die Situation in der Ukraine ist nicht nur politisch prekär und wirtschaftlich desolat. Deswegen ist es gut und richtig, dass es Finanzhilfen gibt. Deswegen ist es gut und richtig, dass es Zollerleichterungen gibt, dass es Visaerleichterungen gibt. Es muss eine klare Unterstützung für das Volk der Ukraine geben. Und es muss klar und deutlich sein, was denn europäische Perspektive heißt. Und diese europäische Perspektive heißt nicht, dass sie gegen jemanden gerichtet ist, sondern diese europäische Perspektive heißt doch in allererster Linie, dass die Ukraine selbstständig, allein und eigenständig entscheiden können muss und nicht irgendjemand so tut, als könnte man über den Kopf der Ukraine, über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg entscheiden. Und das ist der entscheidende Punkt, Eigenständigkeit der Ukraine, was sie wollen und wo sie hinwollen. Und das muss unser Angebot sein, meine Damen und Herren. Und deswegen ganz klar und deutlich, unsere Aufgabe wird es sein, Konsequenzen zu ziehen und konsequent zu bleiben. Es geht nicht nur auf dem Maidan und auf der Krim, es geht in der Ukraine, es geht für Europa darum, dass wir unsere Werte auf Freiheit und Demokratie verteidigen. Und das tun wir mit diplomatischen, mit friedlichen Mitteln. Und es geht darum, dass diese Perspektive für die Menschen in der Ukraine klar und deutlich bleiben. Und wenn Russland die Verträge, die sie selbst unterschrieben haben, die nämlich auch heißen, dass sie die Grenzen der Ukraine nicht nur akzeptieren, sondern auch garantieren,
dann müssen Sie in diesen Tagen klar und deutlich sagen, eine Annexion der Krim hat mit dem Völkerrecht nichts zu tun, meine Damen und Herren. Dabei bleiben wir, und bei dieser Klarheit müssen wir auch bleiben. Vielen Dank. Das Wort hält nun die Kollegin Gerda Hasselfeld für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Situation im Osten Europas ist gefährlich angespannt. Die Ukraine steht vor, ja eigentlich mitten in einer Zerreißprobe. Ich danke Ihnen, verehrte Frau Bundeskanzlerin, für Ihre besonnene und bestimmte Art, für Ihr besonnenes und bestimmtes, klares Handeln in dieser historisch schwierigen Situation. Sie haben auch in Ihrer Regierungserklärung eindrucksvoll dargelegt, welche Schritte Deutschland und Europa machen müssen, damit wieder ein friedliches und ein selbstbestimmtes Zusammenleben der Völker möglich ist. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken, und in diesen Dank schließe ich aber auch den Bundesaußenminister Herrn Steinmeier mit ein. Das, was Sie auf europäischer Ebene durch bilaterale Gespräche und Verhandlungen in den letzten Wochen und Monaten hier geleistet haben, verdient unser aller Dank, Respekt und Anerkennung. Die Menschen in der Ukraine, meine Damen und Herren, die haben in den letzten Wochen großen Mut bewiesen. Sie haben demonstriert unter widrigsten Bedingungen, zunächst auf dem Maidan und später aber auch andernorts, auch im Osten des Landes, wochenlang gegen die damalige Regierung demonstriert, für Freiheit, für Selbstbestimmung, für Demokratie demonstriert. Und diesen Menschen in der Ukraine, meine Damen und Herren, die ja auch ein Stück ihres Lebens hier eingesetzt haben, die für Freiheit, für Demokratie immer wieder unter widrigsten Bedingungen auf die Straße gegangen sind, diesen Menschen gilt unser Respekt, gilt unsere Anerkennung, unsere Solidarität, aber auch unsere Unterstützung. Und ich denke, gerade wir in Deutschland, wir wissen, was es heißt, für Freiheit zu kämpfen. Wir wissen aus der eigenen Erfahrung, es lohnt sich, nicht nur dafür zu kämpfen, sondern auch aufrecht zu bleiben und zu stehen und immer wieder dieses einzufordern, was das erste Menschenrecht ist, nämlich Freiheit und Demokratie. Die plötzliche Entscheidung des Staatspräsidenten, entgegen vorheriger Ankündigungen, das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union nicht zu unterzeichnen, hat gerade jungen Menschen, die zunächst einmal sicher geglaubte Zukunftsperspektive genommen. Sie gingen auf die Straße und wollten genau das, was wir in Europa haben, seit langem haben, nämlich Freiheit, Sicherheit, Zukunftschancen. Und gerade in dieser Zeit, denke ich, ist es ganz gut, sich daran auch zu erinnern, welche beeindruckende Attraktivität und Anziehungskraft gerade Europa für uns alle und gerade für die jüngere Generation hat. Und nun stehen auf der Krim russische und ukrainische Soldaten sich gegenüber. Und Russland hat von Anfang an auf die Freiheitsbemühungen mit einem Gegendruck reagiert. Zunächst einmal wirtschaftlich, dann aber auch völkerrechtswidrig. Zunächst wurden Kreditzusagen zurückgenommen, der Gaspreis wurde eklatant erhöht, damit die wirtschaftliche Daumenschraube, zusätzlich
angezogen. Und schließlich wurde de facto die Krim durch nicht gekennzeichnete Soldaten auch besetzt. Einige andere Dinge wurden ja schon angesprochen. All das, was hier in den letzten Tagen und Wochen von Seiten Russlands geschehen ist, meine Damen und Herren, das war eindeutig eine Verletzung der territorialen Unversehrtheit eines europäischen Staates. Das war eindeutig Verletzung des Völkerrechts. Es ging gegen das Völkerrecht und gegen bilaterale Verträge. Und für mich ist ganz besonders bitter, dass damit auch alles das, was an Errungenschaften in der Nachkriegsordnung geschaffen wurde, im europäischen Bereich, aber auch und gerade auch im internationalen Bereich, dass das, was an Errungenschaften bei der UN-Charta, bei der OSZE-Charta, bei den bilateralen Verträgen, im Europarat, alles aufgebaut wurde in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, dass dies alles durch so ein Verhalten mit Füßen getreten wird. Und das, meine Damen und Herren, das können wir nicht akzeptieren, das dürfen wir nicht akzeptieren und das müssen wir auch mit aller Deutlichkeit ansprechen. Nun klar ist, dass dauerhafter Frieden nur mit Russland und nicht gegen Russland möglich ist. Und deshalb ist das Gebot der Stunde, dass wir gemeinsam mit unseren Verbündeten und Freunden Russland zu echten Verhandlungen bringen. Die Bemühungen von Seiten der Bundeskanzlerin, des Außenministers und ihrer Kollegen auf europäischer Ebene dazu sind bekannt. Das muss geschehen gemeinsam mit der Europäischen Union, der G7, NATO, OSZE. Vorrangig sind Verhandlungen natürlich zwischen der Ukraine und Russland. Ich begrüße sehr die Bemühungen um die internationale Kontaktgruppe, um die Beobachtungsgruppe auch. Das Ziel dieser internationalen Kontaktgruppe muss wieder sein, Vertrauen zu schaffen, Vertrauen wiederherzustellen. Aber vor allem die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine zu sichern und nicht zuletzt aber auch Menschenrechte und Minderheitenrechte zu sichern. Wir alle wissen, dass zum Erreichen dieser Ziele der Weg weit ist, der Weg alles andere als einfach ist. Und wir wissen, dass dazu Besonnenheit und Diplomatie gefragt ist, ein langer Atem, wie es die Bundeskanzlerin heute auch ausgedrückt hat, sicher notwendig ist. Und bei allem Verständnis auch für die historischen Entwicklungen und Zusammenhänge, bei allem Verständnis für die unterschiedlichen Interessen auch der einzelnen Länder, muss dabei der klare Kompass aber sichtbar werden. Und dieser Kompass muss meines Erachtens heißen, keine Verletzung des Völkerrechts und bilateraler Verträge. Er muss zweitens heißen, Wahrung der territorialen Souveränität und Integrität der Ukraine. Und er muss drittens heißen, Sicherung der Freiheitsrechte, der Menschenrechte und Minderheitenrechte für die Leute dort. Das muss der Kompass sein. Und zur Erreichung dieses Ziels, da, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, da wird es und kann es auch notwendig sein, dass Druckmittel eingesetzt werden. Denn nur mit dem Propagieren von Zielen alleine ist es nicht getan. Verhandlungen, Gespräche, Konsequenzen aufzeigen von unterschiedlichem Verhandeln, das ist das eine, klare Kante zeigen bei den Verhandlungen, aber notfalls eben auch mit entsprechenden Druckmitteln, die Stufen, die die Europäische Union hier vorgegeben hat, sind bekannt.
Es gilt aber auch, den Menschen zu helfen, den Menschen in der Ukraine zu helfen, unsere Solidarität nicht nur zu bekunden, sondern auch sichtbar werden zu lassen, durch solidarische Unterstützung im europäischen Bereich, aber auch im internationalen Bereich. Ich begrüße sehr die Initiativen der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds und vor allem auch die Bereitschaft, die gestern zum Ausdruck kam, dass polnische, deutsche und französische gemeinsame Hilfe im Verwaltungsbereich zur Verfügung gestellt wird. Das ist Solidarität für die Menschen vor Ort, die in einer nicht nur schwierigen politischen, sondern auch schwierigen wirtschaftlichen Situation sind. Auch dem müssen wir Rechnung tragen. Und meine Damen und Herren, ich denke, das ist diese Situation jetzt ist letztlich auch die Stunde Europas. Trotz unterschiedlicher Interessen ist es gelungen, immer wieder mit einer Stimme dabei zu sprechen, auch durch das Verdienst kluger Außenpolitiker unseres Außenministers und der Bundeskanzlerin. Europa ist das größte Friedens-Freiheits-Demokratie-Projekt des vergangenen Jahrhunderts und der jetzigen Zeit. Ich denke, jetzt muss Europa auch zeigen, und es kann es auch zeigen, dass dieses Europa nicht nur eine gut gemeinte Idee ist, dass es weit mehr ist als ein Zusammenschluss von wirtschaftlichen Interessen, dass diese Gemeinschaft Europa auch sich nicht darin erstrecken darf, Regelungen für alles Mögliche im Detail zu sich auszudenken und dann zu realisieren. Nein, es muss deutlich werden, wir sind eine Wertegemeinschaft, deren Strahlkraft für Demokratie, Strahlkraft für Freiheit über die Grenzen Europas und der Europäischen Union hinausgeht. Und deshalb müssen wir hier mit einer Stimme sprechen, mit der Stimme der Freiheit, der Demokratie, des Selbstbestimmungsrechts der Menschen und der Staaten. Und da haben wir alle miteinander eine große Verantwortung. Ich danke Ihnen, verehrte Frau Bundeskanzlerin, Herr Bundesaußenminister, herzlich für das, was Sie bisher hier geleistet haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin eine glückliche Hand. Das Wort hat nun die Kollegin Marie-Louise Beck für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir heute über die Ukraine sprechen, sprechen wir auch über die Zukunft Europas. Der große Traum von Michail Gorbatschow, das gemeinsame europäische Haus, war nie so bedroht wie heute. Und selbst wenn es so sein mag, dass wir 10 oder 20 Jahre zurückgeworfen werden und wenn das Vertrauen aktuell tief erschüttert ist, Russland muss um seiner Bürger und Bürgerinnen willen Teil dieses gemeinsamen europäischen Hauses bleiben. Es ist die jetzige russische Führung, die auf Gegenkurs zu Europa gegangen ist. Wir aber alle wollen die Tür für Russland offen lassen. Das, glaube ich, möchte ich und kann ich für das ganze Haus feststellen. Die Krise um die Ukraine ist zugleich ein Prüfstein für die internationale Politik. Die Ukraine ist ein Land mit ehemals der drittstärksten atomaren Bewaffnung und war bereit, diese freiwillig und einseitig abzugeben. Im Gegenzug wurde ihr mit dem Budapester Memorandum die Integrität der Grenzen zugesichert, und zwar durch die USA, Großbritannien und Russland. Nun muss die Ukraine erleben, dass das Papier nicht wert ist, auf dem dieser Vertrag gestanden hat. Und dieser Vertrauensbruch wird uns in unserem Bemühen, atomar abzurüsten, weit zurückwerfen. Denn wer wird sich noch auf vertragliche Zusicherungen in Zukunft verlassen wollen? Niemand will eine militärische Antwort auf die Aggression Russlands.
Wer aber der neuen Regierung in Kiew abverlangen will, stillzuhalten und die Annexion eines Landesteiles zunächst zu erdulden, ohne zu den Waffen zu greifen, der muss dieser Regierung ernsthafte Zusicherungen machen. Es muss klar sein, dass der Kreml für dieses Vorgehen einen hohen politischen und wirtschaftlichen Preis zahlen muss. Auch als Abschreckung vor einer möglichen weiteren Intervention in der Ostukraine. Und die Ukrainer sagen uns, es geht nicht nur um die Krim. Es geht vielleicht sogar nicht nur um die Ostukraine, sondern es geht um Kiew für den Plan der Eurasischen Union. Denn die Eurasische Union ist ohne die Ukraine nichts wert. Der Drei-Stufen-Plan ist richtig, um dem zu begegnen. Ich möchte Ihnen sagen, Herr Gysi, ja, es gibt rechte Kräfte in der Ukraine, aber sie werden umso stärker werden, je aggressiver Putin vorgeht. Und dann wird im Sinne von Self-Fulfilling Prophecy in der Ukraine die Rechten auf der Straße und in der Regierung sein. Das ist das Szenario, was ansteht, wenn Völkerrecht nicht auch durch unser entschiedenes Handeln durchgesetzt wird. Die Marionettenregierung auf der Krim stellt die Bevölkerung vor die Wahl Russland oder Faschismus. Schauen Sie sich die Herr Präsident? Der Kollege Beck würde sich gerne mit einer Zwischenfrage oder Bemerkung in die Debatte einschalten. Frau Kollegin, Sie haben ja gerade das Problem angesprochen, das uns auch alle besorgt macht, die Auseinandersetzung auch mit rechten Kräften in der ukrainischen Regierung. Und die Situation der Juden in der Ukraine macht uns alle ja besorgt. Da gibt es eine sehr unterschiedliche Informationslage. Könnten Sie dem Hohen Hause vielleicht dazu etwas sagen, weil ich weiß, dass Sie diese Sorgen auch teilen? Schönen Dank. Ich bin, nachdem die ersten Alarmrufe bei uns in den Deutschen Bundestag gelangt sind, in der Ukraine mehrmals mit unterschiedlichen jüdischen Organisationen zusammengetroffen. Und ich habe dort gelernt und ich habe Ihnen das zusammengestellt. Alle Kollegen des Hauses können sich das bei mir holen. Das ist vor allen Dingen von dem Vorsitzenden des Vereins jüdischer Gemeinden und Organisationen in der Ukraine, der gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des World Jewish Congress ist, Herr Zissels, der übrigens nächste Woche auch hier in Berlin sein wird. Das ist ganz klargelegt worden ist, dass hier mit einem Stereotyp gearbeitet wird, nämlich dem vermeintlichen ukrainischen Antisemitismus, der sehr stark bemüht wird aus der russischen Propaganda. Und dass es der Antisemitismus zu einem Kampfinstrument geworden ist in dieser Desinformationskampagne, die diese Auseinandersetzung begleitet. Diese jüdischen Organisationen haben dargelegt, dass, und das sollten wir uns in Deutschland wirklich genau anschauen, im Jahre 2013 es in der Ukraine 3 antisemitische Übergriffe gegeben hat mit 4 verletzten Personen. Ich wünschte mir, wir hätten in Deutschland solche Zahlen. Außerdem haben sie sehr deutlich dargelegt, dass die 2 Überfälle auf 2 Synagogenbesucher, die es gegeben hat in den vergangenen Wochen, vermutlich von Provokateuren der Berkut-Kräfte gekommen sind. Wenn Sie bitte im Internet, und man kann dort ja dankenswerterweise alles finden, wenn Sie sich anschauen, wie die Facebook-Seiten der Berkut-Kräfte ausgesehen haben, dort ist mit faschistischen und Nazisymbolen versehen worden. Julia Timoschenko, Klitschko, überall, der gesamte Maidan ist damit versehen worden. Ich glaube, dass wir sehr genau hinschauen sollten, gerade hier, dass wir nicht den Missbrauch des Antisemitismus in diesem Desinformationskrieg folgen. Schönen Dank. Und ich bin damit gleich beim Thema. Die Marionettenregierung auf der Krim stellt die Bevölkerung mit ihren Plakaten vor die Wahl Russland oder Faschismus. Das soll die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg hervorrufen. Aber wir stehen heute nicht vor der Wahl Hitler, Faschismus oder Sowjetunion. Heute geht es um den Konflikt
zwischen Demokratie und Autokratie in Europa. Der Maidan ist eine antiputinistische Bewegung. Deswegen waren dort auch Armenier, deswegen waren dort auch Belarussen, weil es auch um ihre Freiheit geht. Wie sieht denn das Putin-Russland heute aus? Bürgerrechte werden abgebaut, Homosexuelle werden diskriminiert, die nationalistische Rechte wird immer stärker, der Rassismus gegenüber Minderheiten im Land nimmt zu und im Netz verbreitet sich die Botschaft: Die Krim war nur der Anfang. Putin spielt mit dem Geist des großrussischen Nationalismus. Und man muss befürchten, dass er selbst Gefangener dieser Rhetorik wird. Es erreichen uns von der Krim Hilferufe, sowohl von Synagogen als auch von der Tatsache, dass tatarische Häuser mit Kreuzen bezeichnet werden. 20 Jahre nach dem Zerfall Jugoslawiens, und ich weiß wirklich, wovon ich spreche, wird wieder die ethnische Karte gespielt, um territoriale Herrschaftsansprüche militärisch durchzusetzen. Und dafür werden Menschen gegeneinander aufgehetzt. Ich wünsche mir, dass die Ukrainer stark genug sind, um dem gegenzuhalten. Und dabei müssen wir sie unterstützen. Wir stehen vor schwierigen Entscheidungen. Aber eins möchte ich noch sagen. Es gibt eine junge Generation in Europa, die sich vernetzt, die sich kulturell nahe ist, die Demokratie, Rechtsstaat und offene Gesellschaften möchte. Sie will ein Europa ohne Grenzen. Wir schulden dieser jungen Generation, dass wir keine Mauern aufbauen. Ich bitte das Haus, ich bitte die deutsche Bundesregierung und die Europäische Union, machen Sie für diese jungen Menschen die Türen auf. Ein erster machbarer Schritt. Lassen Sie endlich dieses kleinliche Visa-Regime fallen. Lassen Sie die jungen Leute reisen. Die Menschen auf dem Maidan sagen, wir wollen nach Europa. Und wir müssen ihnen sagen, ihr seid Europa. Seid willkommen. Ich danke Ihnen. Das Wort hält nun der Kollege Andreas Schockenhoff für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn am Sonntag auf der Krim das Referendum über die Loslösung von der Ukraine durchgeführt wird, dann ist das eine neue Stufe der Eskalation, die Moskau betreibt. Das gilt erst recht, wenn dann eine Annexion der Krim durch Russland erfolgt. Denn welche sind die fatalen Botschaften, die von diesem Verhalten Moskaus gegenüber der Ukraine an die Völkergemeinschaft ausgehen? Erstens, der Verzicht auf die Atomwaffen, den die Ukraine gegen russische Sicherheitsgarantien eingegangen ist, rächt sich jetzt. Das wird einige Staaten in ihrer Absicht bestärken, sich Atomwaffen anzuschaffen. Das ist die erste fatale Botschaft Moskaus, nicht nur in Richtung Nordkorea oder Iran. Es ist die Ermutigung zu nuklearer Proliferation. Zweitens, russische Sicherheitsgarantien, die Moskau im Budapester Abkommen der Ukraine gegeben hat, stehen bloß auf dem Papier und sind in der Wirklichkeit nichts wert. Und drittens, wenn die Abspaltung der Krim vom Kreml betrieben wird und die Krim von Russland annektiert wird, dann lautet die Botschaft an die Völkergemeinschaft: Für Moskau hat das Völkerrecht ausgedient, es wird willkürlich gebeugt und gebrochen. Ein solches Verhalten Moskaus ist ein gravierendes Vergehen gegen seine Pflichten als ständiges Mitglied der Vereinten Nationen, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Moskau tut genau das Gegenteil. Und das Verhalten Moskaus steht im eklatanten Widerspruch zu seinen Pflichten eines führenden OSZE-Mitgliedes, das Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa fördern und nicht Europa destabilisieren soll. Noch ist es möglich, diese Eskalation zu vermeiden, indem Moskau auf ein Referendum auf der Krim und ihre Abspaltung von der Ukraine verzichtet, dem eine klare Absage erteilt, indem es seine illegal auf der Krim stationierten Truppen zurückzieht, indem es die OSZE-Beobachter ihre Arbeit auf der Krim machen lässt,
indem es direkte Gespräche mit der legitimen ukrainischen Regierung führt und indem es der Einsetzung einer Kontaktgruppe endlich zustimmt. Wenn dazu Moskau nicht bereit ist, werden Sanktionen, wie sie die Bundeskanzlerin als nächsten Schritt vorhin beschrieben hat, unverzichtbar. Wir können nicht darüber hinwegsehen, wenn in Europa Völkerrecht gebrochen wird. Wir hoffen, dass Sanktionen nicht erforderlich sind. Wir sagen aber auch, wenn es erforderlich ist, dann sind wir, dann ist Europa stark genug, Sanktionen zu ergreifen, auch wenn sie uns selbst wehtun. In Richtung der Kritiker von Sanktionen sage ich, können wir tatenlos zusehen, wenn Völkerrecht gebrochen wird? Sollen wir tatenlos zusehen, wenn ein souveränes Land besetzt wird, nur weil Moskau seine politische Ausrichtung auf das freiheitliche, rechtsstaatliche und politisch wie wirtschaftlich wesentlich attraktivere Europa nicht passt? Was wird dann der nächste russische Schritt sein, wenn Moskau die Botschaft erhält, dass Völkerrechtsbruch ohne Konsequenzen bleibt? Wird es dann der Osten der Ukraine sein? Was wird es dann sein? Das können wir nicht hinnehmen. Und deswegen war die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs vom letzten Donnerstag notwendig und richtig. In dieser Situation, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Geschlossenheit innerhalb der Europäischen Union so wichtig und unverzichtbar. Denn wir müssen davon ausgehen, dass Russland Gegenmaßnahmen ergreift, nicht gegen die gesamte EU, sondern dass es sich, wie auch in der Vergangenheit üblich, einige EU-Länder herauspickt mit dem Ziel, die EU zu spalten und gegen diese Länder empfindliche Wirtschaftssanktionen verhängt. Dass Moskau uns auseinanderdividiert, dürfen wir nicht zulassen. Und deshalb waren die Besuche von Bundeskanzlerin Merkel in Warschau und von Außenminister Steinmeier in den baltischen Staaten so wichtig. Sie geben das klare Signal, die EU lässt sich in dieser Frage nicht auseinanderdividieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die politisch stärkste Maßnahme wird es allerdings sein, dass wir unsere Kräfte so einsetzen, dass die Ukraine zu einer Erfolgsgeschichte wird. Das heißt, dass wir ihre politische und wirtschaftliche Modernisierung entschieden fördern und dass dies auch den Russen in der Ukraine, auch in der Ostukraine, zugutekommt. Denn nichts setzt die Politiker in Moskau mehr unter Druck, als wenn die eigene russische Bevölkerung fragt, warum es den Russen in einer demokratischen und europäischen Ukraine besser geht als den Russen im eigenen Land. Und deshalb war es richtig, dass die EU so schnell das Hilfspaket von 11 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat. Die EU hat damit deutlich gemacht, dass sie der Ukraine auf diesem schwierigen Weg nicht nur schöne Worte mitgibt, sondern ganz konkret hilft. Und deshalb ist es so wichtig, dass gerade auch der Osten der Ukraine von diesen Wirtschafts- und Finanzhilfen profitiert. Denn dann lautet die Botschaft für die Menschen dort, während Moskau nur mit Truppen droht, leistet Kiew mit Hilfe der EU konkrete Hilfe. Und Herr Gysi, wir unterstützen nicht einzelne Politiker, wir unterstützen nicht einzelne Parteien, wir unterstützen auch nicht einzelne Regionen, sondern wir geben der gesamten Ukraine eine wirtschaftliche und politische Perspektive. Die Menschen auf dem Euromaidan, das ist ja jetzt verschiedentlich gesagt worden, haben monatelang für das Assoziierungsabkommen mit der EU demonstriert. Und sie haben sich auch nicht von den Scharfschützen des Janukowitsch-Regimes davon abschrecken lassen. Es erfüllt uns mit tiefem Respekt, wie diese Menschen für ihre Freiheit, für ihre Zukunft und für die EU-Perspektive ihres Landes eingetreten sind, dafür sogar ihr Leben gelassen haben. Und es ist gut, dass die Staats- und Regierungschefs der EU klargemacht haben, so bald wie möglich den politischen Teil des Assoziierungsabkommens zu unterschreiben und auch den Handelsteil, wenn sichergestellt ist, dass dadurch keine negativen Auswirkungen auf ukrainische Exporte nach Russland entstehen. Dazu gehören auch die Finanzhilfen des IWF. Klar ist allerdings auch,
Diese Finanzhilfen werden mit den notwendigen und schweren politischen und wirtschaftlichen Strukturreformen einhergehen müssen. Denn sonst würden wir viel Geld in ein Fass ohne Boden werfen, statt die notwendige Modernisierung und damit eine Zukunftsperspektive zu eröffnen. Und wir dürfen uns keine Illusionen darüber machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese Reformen mit erheblichen Belastungen für die ukrainische Bevölkerung einhergehen werden, beispielsweise mit einer deutlichen Anhebung der Energiepreise. Und es ist klar, dass Moskau diese schwierige Situation mit neuen Demonstrationen ausnutzen und jeden Versuch einer Destabilisierung unternehmen werden, um den Eindruck zu erwecken, die Einverleibung in den Moskauer Machtbereich sei die bessere Alternative für die Menschen als eine EU-Perspektive. Deshalb ist es auch so wichtig, dass mit dem Assoziierungsabkommen die Botschaft einhergeht, die Ukraine hat eine klare EU-Perspektive. Ja, die Ukraine soll, wenn sie es will, eng an die Europäische Union angebunden werden. Und diese Botschaft muss dann auch konkret untermauert werden. Beispielsweise mit einer schnellen Regelung der Visafreiheit, mit Städtepartnerschaften. Die Bundeskanzlerin hat ja eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen genannt. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir wollen ein starkes Russland. Wir wollen ein modernes Russland. Wir wollen ein friedliches, ein demokratisches Russland als unsere Nachbarn haben. Wir wollen ein Russland als Partner haben, das bei der Lösung der globalen Herausforderungen mitgestaltet, statt auf destruktive Nullsummenpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts zu setzen, die letztlich Russland selbst am meisten schadet. Russland muss erkennen, dass es heute international, politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich kein attraktives Modell ist. Ganz im Gegenteil. Das sieht Russland auch in anderen Fragen. Das sieht Russland in Syrien, das sieht Russland in den Transformationsländern der arabischen Welt, in anderen Problemzonen der Welt. Dieses Russland hat nicht nur keine Softpower, dieses Russland trägt nicht nur zur Lösung internationaler Krisen bei, sondern die Menschen haben auf dem Maidan eben auch zum Ausdruck gebracht, nach diesem Modell, wie es von Moskau zurzeit propagiert wird, wollen sie nicht leben. Sie wollen europäische Werte, sie wollen Freiheit, sie wollen Souveränität, sie wollen Selbstbestimmung. Mit militärischen Drohungen und Völkerrechtsbruch wird sich Moskau weiter isolieren und selbst schwächen. Die Politik, die Moskau betreibt, schadet deshalb seinen eigenen Interessen und seiner Zukunft und damit natürlich auch unseren Interessen. Denn wir hoffen, dass Moskau wieder zur Vernunft kommt. Wir wollen, dass Moskau ein starker politisch und ökonomischer Partner ist. Auch ökonomisch kann dieses Russland langfristig kein Partner sein und schadet es den eigenen Entwicklungschancen. Deswegen hoffen wir sehr, dass man in Moskau wieder zur Vernunft kommt, eine Partnerschaft wieder möglich wird. Das würde Russland nutzen, das würde uns nutzen, das würde der Ukraine nutzen, das würde der Chance zu einer friedlichen Gestaltung der Welt des 21. Jahrhunderts nutzen. Herzlichen Dank. Gernot Erler ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle haben das Gefühl, das, was gegenwärtig zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation passiert, kann zu neuen Bruchlinien führen. Bruchlinien, die uns allen schaden werden, Bruchlinien, die sehr kostspielig werden können, und zwar für alle Beteiligten, Bruchlinien, die wir nicht mehr für möglich gehalten haben, mitten durch unseren Kontinent. Wir sind in einem Prozess, der mit wachsender Wahrscheinlichkeit zu einem fatalen Tabubruch führen wird, zu einer mutwilligen und rechtswidrigen Veränderung von Grenzen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einem Gedenkjahr an zwei Weltkriege. Die Bundeskanzlerin hat daran erinnert. In der Vergangenheit sind schon Millionen Menschen dafür gestorben, dass Grenzen verändert werden sollten oder beim Kampf dafür, solche Grenzveränderungen zu verhindern. In Deutschland erinnern wir uns daran, wie friedenspolitisch wichtig es war, dass unser Land die im Zweiten Weltkrieg neu gezogenen Grenzen anerkannt hat. Ohne die Anerkennung dieser Grenzen, ohne die glaubhafte Selbstverpflichtung, sie nie wieder verändern zu wollen, hätte es die Ost- und Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt, die all ihre Nachfolger weitergemacht haben, nicht geben können. Die schrittweise Grenzveränderung auf der Halbinsel Krim, erst Unabhängigkeitserklärung, dann Referendum, dann Eingliederung in die Russische Föderation und das wahrscheinlich alles innerhalb von nicht viel mehr als einer Woche, stellt auch einen gefährlichen Tabubruch dar. Wenn russische Kolleginnen und Kollegen über die Ukraine sprechen, habe ich immer wieder das Attribut Brudervolk gehört, als Ausdruck für eine besondere sprachliche, kulturelle, geschichtliche und auch emotionale Nähe. Aber wozu soll es dann führen, so mit einem Brudervolk umzugehen? In der internationalen Politik gibt es Werte, Regeln und Prinzipien, zu denen sich alle bekennen und für deren kontrollierte Einhaltung wir auch Organisationen geschaffen haben, etwa die Vereinten Nationen, den Europarat, die OSZE. Niemand behauptet, dass diese Regelwerke und Prinzipien immer auch dem Geiste nach eingehalten werden. Aber sie sind wichtig, ja unverzichtbar für unser Zusammenleben auf diesem Planeten und auf unserem Kontinent. Das weiß auch Russland. Es ist noch nicht so lange her, dass Moskau in zwei verlustreichen Kriegen die Separation Tschetscheniens im Nordkaukasus gestoppt hat. Wollen jetzt unsere Duma-Kolleginnen und Kollegen tatsächlich einen Berufungstatbestand für künftige separatistische Bestrebungen schaffen? Ist das wirklich eine vernünftige, nachvollziehbare Vertretung russischer Interessen? Und noch eins. In dem Budapest-Memorandum von 1994 und in dem bilateralen Vertrag über Freundschaft, Kooperation und Partnerschaft von 1997 hat Russland die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine vertraglich garantiert. Wenn das eintritt, was wir für die nächsten Tage befürchten, dann haben wir es auch mit eben einem eklatanten Vertragsbruch zu tun. Und zwar von einer sehr starken Macht gegenüber einem Nachbarland, das sich in der Realität dagegen nicht wehren kann. Ich frage unsere Abgeordnetenkollegen in Moskau, kann es wirklich im Interesse Russlands sein, ein solch schlechtes Beispiel für die internationale Politik zu geben? Wie will, wer selbst vertragsbrüchig wird, noch auf Einhaltung von Verträgen pochen, wenn sie im eigenen Interesse sind? Und da fallen mir einige für Russland ein. Über all dies muss geredet werden, und zwar zwischen den Betroffenen, zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine. Die russische Kontaktsperre gegenüber den Repräsentanten der ukrainischen Übergangsregierung ist der Brisanz der Lage nicht angemessen. Erwachsene Nationen finden einen Weg zum wechselseitigen Dialog, auch wenn Legitimationen infrage gestellt werden. Übrigens auch dafür findet man in der jüngsten deutschen Geschichte Beispiele, die in Moskau wohl bekannt sind. Die Bundesregierung hat gekämpft, sowohl die Bundeskanzlerin wie Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Und ich glaube, der wichtigste Erfolg war hier dieses Abkommen vom 21. und 22. Februar, weil es die Gewalt und die Opferentwicklung in Kiew beendet hat. Die Bundesregierung hat gekämpft für eine Kontaktgruppe zur Überwindung
der eskalationsfördernden Sprachlosigkeit. Die russische Führung hat nicht einfach Nein gesagt. Den inzwischen von vielen anderen Ländern unterstützten Vorschlag aber dilatorisch behandelt. Das hat die Lage verschlechtert. Auch deshalb, weil die Realitätswahrnehmung zwischen Russland und der westlichen Welt immer weiter auseinanderdriften. Dafür hat es auch Beispiele in dieser Diskussion gegeben. Der Maidan ist für die einen ein faschistisch gesteuerter Umsturz mit großen Gefahren für alle russischsprachigen Ukrainer. Für die anderen ist der Maidan ein von mutigen Menschen von unten erzwungener Regime-Change, der sich gegen keine andere Gruppe der Bevölkerung wendet. Das sind letztlich zwei unvereinbare Wahrheitsansprüche, die möglicherweise beide korrigiert werden müssen. Wir wissen aber aus der Konfliktforschung, dass eine solche Drift von Realitätswahrnehmung tendenziell zu einer gefährlichen Dialogunfähigkeit führt, weil sich jeder in seiner Sicht der Dinge einigelt und damit sein politisches Vorgehen legitimiert. Deswegen noch einmal, das muss geklärt werden, darüber muss gesprochen werden, und zwar besser heute als morgen. Die Politik der Bundesregierung verdient Unterstützung, wie ich finde, vom ganzen Haus. Die EU hat einen Stufenplan von Sanktionen beschlossen. Niemand sollte sich Illusionen über die Handlungsfähigkeit der EU machen. Zug um Zug wird dieser Stufenplan vollzogen, wenn es keine Änderung der russischen Politik gibt. Aber was wir brauchen und was wir erwarten, ist, dass zwischen jedem dieser Schritte eine Tür offen steht mit der Aufschrift Exit, mit der Einladung zur gemeinsamen Suche nach einer politischen Lösung. Und es ist nie zu spät, durch diese Tür zu gehen. Das ist mein letzter Appell an die russische Führung und an unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem russischen Parlament. Vielen Dank. Das Wort hat nun der Kollege Karl-Georg Wellmann für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen, es droht politisch eiskalt zu werden in Europa. Und wenn wir nicht sehr aufpassen, bekommen wir eine neue Eiszeit zwischen Europa und Russland. Und ich fürchte, es wird sehr viele Jahre dauern, um wieder zu einem geregelten Miteinander zu kommen. Ich persönlich gehe inzwischen sicher davon aus, dass Russland die Krim annektieren wird. Das widerspricht allem Völkerrecht. Die Bundeskanzlerin hat das Notwendige dazu gesagt. Aber sie werden es trotzdem machen und sich durch nichts davon abbringen lassen. Bisher gibt es keinerlei Zeichen Moskaus für eine politische Kooperation. Und da stoßen sie vor allem denen vor den Kopf, die sich für ein besseres Verhältnis mit Russland eingesetzt haben. Ich darf daran erinnern, dass das die große Mehrheit dieses Hauses ist. In der letzten aktuellen Koalitionsvereinbarung steht ein ganzer Passus drin, um das Verhältnis mit Russland zu verbessern. Die russische Westpolitik und vor allem die russische Ukraine-Politik ist krachend gescheitert. Und man muss sich einmal bei Licht ansehen, was Putin mit seiner Gewaltanwendung auf der Krim bewirkt. Erstens, er hat eine nie gesehene europäische Dynamik in der Ukraine ausgelöst, vor allem bei der jungen Generation. Putin hat damit das Gesicht der Ukraine nach Westen gedreht. Zweitens hat Putin mit seiner Politik bei der EU eine Entschlossenheit und Dynamik hervorgerufen, dafür gesorgt, dass sich die europäische Staatengemeinschaft herausgefordert fühlt und ungeahnte Anstrengungen, nicht geplante Anstrengungen unternehmen wird, den Ukrainern zu helfen. Schon nächste Woche soll jetzt das Assoziierungsabkommen abgeschlossen werden. Und Putin hat dafür gesorgt, dass alte Vorurteile über die Russen wieder Konjunktur haben. Urteile, die zum Ausdruck bringen, dass die Russen nur eine Sprache verstehen, die Sprache der Macht. Putin hat für eine ironischerweise Revitalisierung der NATO gesorgt. Wer hat von uns geahnt, dass es wieder Bedrohungsgefühle aus dem Osten geben könnte? So große Bedrohungsgefühle, dass wieder NATO-Flugzeuge an die Ostgrenzen verlegt werden. Und sogar die harmlosen Schweden gehen jetzt hin und fangen darüber an zu diskutieren, dass sie höhere Verteidigungsanstrengungen unternehmen müssen und ihr Verhältnis zur NATO positiv regulieren müssen.
Putin sorgt dafür, dass Europa mit einer Stimme redet. Und es war und bleibt richtig, dass Frau Merkel und Herr Steinmeier alles versucht haben, um zunächst diplomatische Wege auszuschöpfen. Und das ganze Haus sollte Steinmeier und Sikorski danken, dass sie im Februar mit großem physischen und intellektuellem Einsatz das Morden auf dem Maidan beendet haben. Allein dafür hat sich die Mission gelohnt. Mir macht die geradezu gespenstische Propaganda Sorgen, die im Moment die Seelen der russischen Menschen vergiftet. Wer das russische Fernsehen sieht, muss wirklich den Eindruck haben, in Kiew hätten die Faschisten die Macht übernommen. Ja, ach so, ich meine, Gysi hat ja die russische Propaganda hier gerade wiederholt von diesem Platz vorhin. Ja, man muss dem russischen Militär ja geradezu dankbar sein, dass sie die Menschen vor marodierenden Neonazi-Horden schützt. Und es wurde im russischen Fernsehen darüber geredet, man dürfe die russische Sprache nicht mehr benutzen. Das sei verboten jetzt in der Ukraine. Und Menschen, die das täten, liefen Gefahr, an der nächsten Laterne aufgehängt zu werden. Unsäglich. Damit eins klar ist, ich sage es hier gerne noch mal, aber das ist Konsens im Haus. Wir sind strikt gegen irgendwelche rechtsradikalen oder gar antisemitischen Kräfte in der Ukraine. Keiner will sie unterstützen und das bleibt auch so. Es gibt ja noch viel schlimmere und unsäglichere Sachen. Von einem führenden russischen Politiker höre ich, es gäbe Hunderttausende von Wahhabiten auf der Krim. Ich habe erst gar nicht gemerkt, was der meint. Der meint damit die muslimischen Krim-Tataren. Das ist eine Volksverhetzung, die ist unglaublich und darf nicht genutzt werden, um diese militärischen Ziele zu nutzen. Wie müssen wir reagieren? Es ist richtig, was die Staatschefs in Brüssel kürzlich gemacht hat. Wir können keine gute Miene zum bösen Spiel machen. Wir müssen über staatliche Sanktionen reden, das muss sein, aber, meine Damen und Herren, das kommt von alleine. Es haben schon jetzt deutsche Firmen Investitionen in hoher, dreistelliger Millionenhöhe in Russland storniert, weil sie sagen, in diesem Umfeld können wir nicht investieren. Die Banken berichten mir von einem rasanten Abzug von Kapital aus Russland. Und nun hat mir ein hochrangiger russischer Gesprächspartner Montag gesagt, Sie bereiten gerade die Exploration neuer Gasfelder im Nordmeer vor. Und schon im nächsten Jahr könne die Firma Exxon beginnen, dort Gas zu fördern. Meine Damen und Herren, in Washington wird man das gerne hören. Und es wird nur eines einzigen Anrufs aus dem Weißen Haus bedürfen. Und dann wird Exxon verzichten auf diese Investitionen. Und die Russen werden diese Erdgasvorkommen, die sie bitter nötig brauchen, nicht erschließen können. Mit anderen Worten, die ökonomischen Kosten dieses militärischen Abenteuers werden für die Russen viel größer sein als der Nutzen, den sie durch die Besetzung der Krim erzielen könnten. Und wenn sich das, ich sage es auch ganz deutlich, zu einem kalten Krieg auswächst, dann werden die Westeuropäer alles tun, um sich zukünftig noch unabhängiger von Russland zu machen. Und das angesichts der Tatsache, Frau Beck, dass die russische Wirtschaft in einem katastrophal schlechten Zustand ist. Putin müsste jetzt eigentlich das Gegenteil von dem tun, was er tut. Er schadet sich und seinen Menschen in hohem Maße. Ich sage auch noch was anderes. Es gibt eine Millionenköpfe zählende russische Mittel- und Oberschicht. Die genießen den westlichen Way of Life, das Dolce Vita, den Luxus des Westens an der Côte d'Azur, in Kitzbühel. Sie mögen unsere Banken, vor allem in Zypern. Die Familien dieser Menschen fühlen sich in London wohl. Und diese Familien meinen, dass ihre Kinder auf englischen oder schottischen Internaten am besten aufgehoben seien. Damit ich nicht missverstanden wäre, diese Entwicklung ist gut. Das ist Europa. Aber man muss wissen in Russland, was auf dem Spiel steht, wenn man internationale Vereinbarungen auf diese Weise bricht und damit Europa seine Verachtung zeigt. Ich finde das alles tragisch, weil der Westen seit Ende letzten Jahres zu einem echten politischen Dialog mit Russland bereit war. Russland hätte in einem Dialog sehr viel erreichen können, wenn man sich zusammengesetzt hätte und einen stabilen politischen Prozess in Europa initiiert hätte. Ich rede von gemeinsamen Wirtschafts- und Innovationsprojekten, von Handel und Wandel, von dem alle profitiert hätten. Und ich rede von Sicherheitsfragen.
Es ist inzwischen fast unstreitig, dass man auch über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine hätte sprechen können. Auch in der Ukraine ist das inzwischen offenbar herrschende Meinung. Man hätte auch gemeinsam über eine Verfassungsform reden können, über Föderalisierung nach deutschem Modell, wo welche Sprache auf welchen Ämtern oder Schulen gesprochen wird, kann in die Regionen entschieden werden. Und wir sollten der jetzigen Regierung auf den Weg geben, dass sie sich schnell an einen öffentlichen Verfassungsdialog machen und den Menschen in allen Landesteilen den Eindruck geben, dass sie gut aufgehoben sind. Ich sage Ihnen ein zweites voraus. Wir werden nächste Woche, nachdem der Annexionsbeschluss kommt, intensive außenpolitische Aktivitäten der russischen Regierung sehen. Und wir werden Angebote an den Westen sehen. Und wir müssen überlegen, wie wir damit umgehen. Wir müssen reden, wie wir reagieren, gerade dann, wenn sich möglicherweise, was nicht feststeht, die Bevölkerung mit großer Mehrheit auf der Krim aussprechen wird für einen Anschluss. Wir müssen einen kühlen Kopf behalten. Es gibt viele, die jetzt versuchen, mit strammer Haltung scharfe Maßnahmen gegen Russland zu fordern. Das sagt sich von Washington möglicherweise auch leichter als von anderswo. Und wir müssen daran erinnern, dass wir irgendwann wieder Politik machen müssen und nicht alle Türen zuschlagen können. Wenn Russland Vorschläge macht, dann kann es nur eins geben. Herr Kollege Wellmann, darf Ihnen der Kollege Dehm noch eine Zwischenfrage stellen? Sehr gerne. Kollege Wellmann, ich freue mich über die nachdenklichen Töne, die ich im Unterschied zu anderen Beiträgen bei Ihnen höre. Und Sie können sicher sein, es geht nicht nur in der Bevölkerung jede Sympathie für alle ethnischen Vorbehalte zurück, sondern in diesem Hause gibt es keinen Kollegen, der mir bekannt ist, der nicht in dieser Frage, die Sie angesprochen haben, auch meint, dass es, was Muslime anbetrifft, solche Stimmung nicht geben darf. Aber ich möchte Sie dennoch fragen, Sie haben den Kollegen Gysi vorhin gehört, Sie haben das Zitat gehört und Sie wissen, dass diese Regierung 11 Milliarden Unterstützung bekommen soll von der EU. Ist es das Gleiche, mit solchen Geldern eine Regierung zu unterstützen, wenn dort an namentlicher, in Größenordnung versehender Stelle Faschisten in der Regierung sind und Provinzgouverneure in Größenordnungen der faschistischen Partei angehören? Ist es das Gleiche, ob man sowas mit Regierungen tut, in denen keine Faschisten sind oder in denen Faschisten sind? Und können Sie sich vorstellen, dass da auch erheblicher Druck und nicht nur verbale Bekundungen eingesetzt werden muss, damit in ganz Europa der Faschismus zurückgedrängt wird, der noch nie freiwillig sich aus einer Regierung verabschiedet hat? Ich sage es noch mal, zwei Dinge sind für uns wichtig. Erstens, wir werden nie faschistische oder gar antisemitische Politiker, Parteien oder Gruppen in irgendeiner Weise dulden. Wir werden sie bekämpfen. Zweitens habe ich keinen Zweifel daran, dass diese Bewegung auf dem Maidan eine Volksbewegung war. Sie wollten, Erler hat es gesagt, ein Regime-Change. Und ich hoffe, niemand, Herr Gysi, Sie haben vorhin gesagt, also eigentlich ist die Absetzung von Janukowitsch verfassungswidrig. Sie wollen doch diesem Hause und der Öffentlichkeit nicht im Ernst vorschlagen, diesen Herrn wieder zu reinstallieren als Präsident. Das wäre ja die Konsequenz dessen, was Sie gesagt haben. Es gibt leider, Herr Dehm, ich will ja der Frage gar nicht ausweichen, es gibt ja leider nicht nur in der Ukraine rechtsradikale Tendenzen. Wir machen uns große Sorgen, wenn wir nach Frankreich gucken, was da bei den nächsten Wahlen passieren könnte. Es gibt sie in Italien, es gibt sie in Griechenland weiter. Wir werden sie bekämpfen. Aber wir können doch nicht deshalb von einer Unterstützung dieses Regimes, was offenbar die breite Unterstützung der Bevölkerung hat, absehen, weil da einige unästhetische Figuren sind, die sie reinnehmen mussten, um den Maidan zu integrieren. Davon können wir nicht absehen. Meine Damen und Herren, wenn wir, das ist das Letzte, was ich sagen möchte, über Vorschläge, die nächste Woche kommen werden, der russischen Regierung sprechen wollen, dann muss eins klar sein, das Ergebnis kann nur sein, dass die Russen am Ende des Tages den europäischen Weg der Ukraine, die Integration, die Assoziierung anerkennen müssen. Ohne das wird es nicht gehen. Es ist die russische Regierung, die jetzt die Wahl hat zwischen einem neuen Kalten Krieg und einem geregelten, zivilisierten Nebeneinander im Europa des 21. Jahrhunderts. Danke für die Aufmerksamkeit.
Das Wort hat nun der Kollege Franz Tönnes für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal muss man Handelnde an ihre Worte erinnern, die sie vor kurzer Zeit ausgesprochen haben. Präsident Putin hat am 12. Dezember in seiner Jahresbotschaft an die Föderale Versammlung der Russischen Föderation unter anderem gesagt, Anführungsstriche, wir mischen uns nicht in fremde Interessen ein, wir zwingen uns niemandem auf, wir sagen niemandem, was er tun oder was er lassen soll, aber wir werden bestrebt sein, eine Führungsrolle innezuhaben, indem wir das Völkerrecht schützen und uns für die Achtung der nationalen Souveränität, Selbstständigkeit und Eigenart der Völker einsetzen. Für einen Staat wie Russland ist es absolut objektiv und nachvollziehbar, bedenkt man seine große Geschichte und Kultur sowie seine jahrhundertelangen Erfahrungen nicht in sogenannter Toleranz, geschlechtslos und unfruchtbar, sondern in dem organischen Miteinander unterschiedlicher Völker in einem ungeteilten Staat zu leben. Wie die Situation um Syrien und nunmehr um den Iran zeigt, kann und muss jedes internationale Problem ausschließlich mit politischen Mitteln gelöst werden, ohne den Einsatz von Gewalt, die perspektivlos ist und in den meisten Ländern der Welt auf Ablehnung stößt. Lassen Sie es mich bitte noch einmal unterstreichen. Russland ist bereit, mit allen Partnern im Interesse einer gemeinsamen, gleichen und unteilbaren Sicherheit zusammenzuarbeiten. Wir zwingen niemandem etwas auf. Und ich denke, daran muss der Präsident heute erinnert werden. Wenn wir sehen, wie auf der Krim Soldaten ohne Nationalitätszeichen in Uniform, von denen wir heute wissen, nachdem die OSZE ihren Bericht gemacht hat, das, was wir vermuteten, russische Soldaten sind. Damit werden diese Worte vom Dezember unglaubwürdig, die ausgesprochen worden sind. Und das Gleiche gilt dafür, wenn auf der anderen Seite kritisiert wird, dass aus dem Abkommen vom 21. Februar nicht umgesetzt worden sei, die Entwaffnung der illegalen Waffenträger in Kiew und in der Ukraine. Und wenn sich dann diese sogenannten Selbstverteidigungskräfte in maskierter Uniform dazu begeben, ukrainische Kasernen zu umstellen und die ukrainischen Soldaten zu bedrohen und von ihnen zu erwarten, die Waffen abzugeben und das Gleiche für die Polizeikräfte geht, dann wird der letzte Rest eines staatlichen Gewaltmonopols, das in der Ukraine existierte, auch noch zunichte gemacht. Auch das führt die Worte von Präsident Putin ad absurdum. Und deswegen lautet die ganz zentrale Botschaft, Herr Putin, tun Sie das, was Sie im Dezember gesagt haben. Ermöglichen Sie dem ukrainischen Volk ein organisches Miteinander unterschiedlicher Völker in einem ungeteilten Land. Und das bedeutet auch, dass das Gesagte aus dem Dezember nun eingefordert werden muss, wenn es darum geht, dass man doch angeblich bereit wäre, mit allen Partnern zu reden. Dann ist zu fordern, stimmen Sie einer OSZE-Vermittlung zu, stimmen Sie einer Einrichtung einer Kontaktgruppe zu, setzen Sie sich an den Tisch, sprechen Sie miteinander und seien Sie bereit, sich auf Vermittlungslösungen einzulassen. Hören Sie auf, mit Gewalt zu drohen oder Gewalt gar anzuwenden. Und wenn in der gleichen Rede aus dem Dezember auch gesagt wird, man müsse Russland wirtschaftlich neu aufstellen, man müsse es modernisieren, dann wird alles damit infrage gestellt, was eingeleitet werden soll. Denn in der Tat ist es so, dass der Investitionsstandort Russland unattraktiv wird mit diesen Maßnahmen, dass Kapital zurückgehalten wird und dass noch mehr Kapital ins Ausland fließt. Der Präsident handelt hier gegen die Interessen seines eigenen Landes und gegen die Interessen seiner Worte. Und deswegen gilt im Kern daran zu arbeiten, das, was die Philosophie von Willy Brandt und von Egon Bahr war, dafür zu sorgen, dass das Recht des Stärkeren gilt und nicht die Stärke des Rechts, dass daran gearbeitet wird, dass das, was an Völkerrecht verabredet worden ist, auch eingehalten wird. Und das, was aufgeschrieben worden ist am 21. Februar, auch eingehalten wird. Und das heißt für die ukrainische Regierung, eine inklusive Regierung zu bilden und deswegen auch möglichst bald zu Neuwahlen zu kommen, zu einer Regierung, die wirklich das Volk widerspiegelt. Und dann löst sich vielleicht das Problem mit den Nationalisten und mit den Faschisten ganz von alleine.
dann ist es auch notwendig, dass die Achtung neutraler Minderheiten stattfindet, dass Minderheiten ihre Sprachrechte halten müssen. Militanter Antisemitismus und Rechtsextremismus dürfen in einer Ukraine, die ihren Blick nach Europa richtet, keinen Platz haben, Kolleginnen und Kollegen. Und die tragischen Ereignisse aus dem Februar dieses Jahres mit über knapp 100 Toten und mit Hunderten von Verletzten sind aufzuarbeiten und die Verantwortlichen sind zur Rechenschaft zu ziehen. Und für Russland gilt die Erwartung, dass ganz deutlich gesagt werden muss, wir erwarten die Respektierung der Integrität der Ukraine, die Achtung des Völkerrechts und der bestehenden Abkommen. Die zusätzlichen Truppen auf der Krim sind abzuziehen. Und es gilt der Appell an die russische Regierung, im direkten Gespräch mit der legitimierten Regierung, aus dem Parlament heraus legitimierten Regierung, in Kiew zusammenkommen und zu handeln. Und die Priorität muss schlichtweg sein, dass Präsident und Regierung in Moskau nun aufgerufen sind, einer Kontaktgruppe, einer Fact-Finding-Commission und einer OSZE-Beobachtergruppe zuzustimmen. Auch hier gilt, angesichts der angespannten Lage, die wir zurzeit haben, der Rat von Willy Brandt, Frieden ist nicht alles, aber ohne den Frieden ist alles nichts. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Christoph Bergner, CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Frau Bundeskanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung uns aufgefordert, die Herausforderungen dieser schwierigen, krisenhaften Situation entschlossen anzunehmen. Aus meiner Sicht ist die Notwendigkeit zur Entschlossenheit besteht auf drei Feldern. Zum einen zur entschlossenen Reaktion gegenüber der russischen Regierung bereit zu sein, um ihrer völkerrechtswidrigen Einverleibung der Krim in die Russische Föderation entgegenzutreten. Gleiche Entschlossenheit wünsche ich mir aber auch bei der selbstkritischen Analyse der bisherigen EU-Politik der östlichen Partnerschaft und schließlich drittens und sicher besonders wichtig, was können wir tun, um der Ukraine, das heißt dem Land und den Menschen, dabei zu helfen, zu Stabilität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu finden. Und wenn wir uns dieser letzten Frage zuwenden, so sollten wir die kritische Lage der Ukraine nicht unterschätzen. Medizinisch gesprochen befindet sich das Land momentan in der Gefahr, ins Koma zu verfallen. Und gleichzeitig soll eine so ernste Diagnose nicht ausgesprochen werden, um auf die Potenziale des Landes hinzuweisen. Die Ukraine ist reich an Kulturen, Sprachen und Landschaften, besitzt fruchtbare Böden. Bergbau, Schwerindustrie und Maschinenbau haben in der Ukraine eine lange Tradition. Und, wohl das Wichtigste, das Land hat begabte und weltoffene Menschen, die das Glück haben, aus verschiedenen Kulturen gleichzeitig zu schöpfen. Und damit will ich zum Ausdruck bringen, dass dieses Land eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung hat. Aber zu dieser Feststellung wiederum gehört die Analyse, weshalb das Land im Unterschied zu den meisten anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion im Wirtschaftswachstum unter der Produktivität der Sowjetzeiten liegt. Und die Ursachen dafür sind vielfältiger Natur. Die größten Probleme in der Ukraine haben die Menschen zum Protest auf den Maidan gebracht. Es waren Korruption, Selbstbedienungsmentalität der Politiker, Schattenwirtschaft, Oligarchie. Und das, meine Damen und Herren, sollten wir aussprechen, nicht nur in den Zeiten Janukowitschs. Leider hat auch die Orangenrevolution, die gerade in Europa groß gefeiert wurde, nicht die vom Volk erwünschten Erfolge und Fortschritte gebracht.
Das begründet Skepsis gegenüber manchen der Protagonisten von damals. Aber diese berechtigte Skepsis darf uns nicht davon abhalten, in der Regierung Jaceniuk gegenwärtig den legitimen Vertreter des Landes zu sehen. Niemand sonst verfügt momentan über eine vergleichbare Legitimität. Meine Damen und Herren, als jemand, der sich über 8 Jahre mit europäischer Minderheitenpolitik beschäftigt hat, möchte ich nun eine Sorge noch einmal besonders aussprechen und vertiefen. Und das ist die Sorge, die die Zukunft der Ukraine, aber auch anderer Regionen in der ehemaligen Sowjetunion betrifft. Wir müssen uns kategorisch bei der Debatte um die Krise in der Ukraine gegen jeden Versuch der Ethnisierung des Konfliktes wenden. Es ist eine große Gefahr, dass dieser Konflikt umgedeutet wird in einen Konflikt zwischen Nationen und Ethnokulturen. Und die größte Gefahr dieser Umdeutung kommt von einer Propaganda Russlands, die die russische Bevölkerung der Ukraine, genauer gesagt die ukrainischen Russen auf der Krim, über ihre Volkszugehörigkeit für hegemoniale Ziele instrumentalisieren möchte. Meine Damen und Herren, Kampf gegen Ethnisierung des Konfliktes bedeutet aber auch, dass wir an die Regierung Jaceniuk appellieren, sich von nationalistischen Radikalen teilweise auch in den eigenen Reihen zu distanzieren, denn es ist kein Konflikt zwischen Nationalitäten, die wir erleben. Die Ukraine hat, ich habe es über Jahre beobachtet, trotz schwieriger wirtschaftlicher Situation eine gute Minderheitenpolitik betrieben. Es gibt keine nachweisbare Diskriminierung ethnischer Russen auf der Krim, die Hilferufe nach militärischem Schutz durch den großen Nachbarn rechtfertigen würden. Der Konflikt ist kein Konflikt zwischen Ethnien. Es ist ein Konflikt zwischen denen, die auf europäische Werte setzen, und denen, die sich vom Kreml Schutz versprechen. Und es ist höchst bedauerlich, dass dieser Konflikt sich so zugespitzt hat. Und deshalb lassen Sie uns bitte nicht auf den Leim der russischen Propaganda gehen. Und das bedeutet auch, simplifizieren wir den Konflikt nicht dahingehend, dass wir in der einen Region von einer pro-russischen Haltung und in der anderen Region von einer pro-westlichen Haltung ausgehen und diese unterstellen. Spaltungsszenarien dürften weiteres Öl in das Feuer der Ethnisierung gießen. Und noch ein Wort zu dem Sezessionsreferendum. Sezessionsreferenden waren nach dem Ersten Weltkrieg eine Methode des Völkerbundes, die neue Grenzziehungen, aber auch neue Minderheiten schufen, die Nachfolgekonflikte und ethnische Säuberungen zum Resultat hatten. Der Europarat hat mit gutem Grund, und sowohl Russland wie die Ukraine sind Unterzeichner des entsprechenden Rahmenübereinkommens, die Sicherung nationaler Minderheitenrechte als eine innenpolitische Aufgabe der Nationen eingesehen und nicht als eine Aufgabe, die durch Grenzkorrekturen verändert werden muss. Und dies ist ein ausgesprochen wichtiger Punkt, auf den hier hingewiesen werden muss. Und ein zweiter Punkt. Wir sollten, wenn wir der Ukraine helfen wollen, der Regierung Jaceniuk die Bereitschaft zur Partnerschaft immer wieder deutlich machen. Aber wir sollten dabei die bisherige Anwendung der Instrumente der östlichen Partnerschaft der EU selbstkritisch überprüfen. Dazu gehört die Aufarbeitung der Zuspitzung vor der Ratssitzung in Vilnius, aber dazu gehört auch die Frage, ob die EU mit dem Assoziierungsabkommen überhaupt die Erwartungen der leidgeprüften Ukrainer hätte erfüllen können. In der Neigung, komplexe Verhältnisse und mehrschichtige Sachverhalte zu vereinfachen, wurde das Assoziierungs-
und Freihandelsabkommen in der öffentlichen Meinung der Ukraine oft genug als goldener Weg zur Mitgliedschaft im europäischen Club dargestellt, was es so natürlich nicht ist. Das Assoziierung- und Freihandelsabkommen im Rahmen der östlichen Partnerschaft sollte zwar weitreichende Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen, aber keine definitive Beitrittsperspektive. Und auch da müssen wir uns nicht wundern, wenn falsche Erwartungen zu vermeidbaren Konflikten geführt haben. Und umgekehrt ist zu fragen, ob denn durchaus problematische Spezifika, ich denke beispielsweise an das Phänomen der Oligarchenwirtschaft, das eine Bürde nicht nur für die wirtschaftliche, sondern auch für die zivilgesellschaftliche Entwicklung ist, in den Instrumenten unserer Partnerschaftspolitik schon hinreichend berücksichtigt wurde. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich schließen im Überdenken der Partnerschaftspolitik mit einem letzten Punkt. Die Bemühungen der russischen Regierung um Einverleibung der Krim verfolgen zweifellos ein völkerrechtliches Ziel, ein völkerrechtswidriges Ziel, das wir zurückweisen müssen, konsequent zurückweisen. Aber diese Feststellung und die konsequente Ablehnung des Vorgehens Russland entheben uns nicht von der Frage, wie denn die EU bei ihrer östlichen Nachbarschaftspolitik mit Inkompatibilitäten mit den Plänen der russischen Regierung umgehen wird. Frau Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, dass die europäische Einigung, die der Versuch war, Lehren aus der Katastrophe der Geschichte zu ziehen. Im Jahre 2012 erhielt die Europäische Union den Friedensnobelpreis. Sie erhielt diese Auszeichnung in Würdigung ihrer friedensstiftenden Wirkung bei der Überwindung der Folgen zweier Weltkriege, die unser Kontinent in Katastrophen stürzten. Wenn die Europäische Union auch einen Beitrag zur Überwindung der Folgen des Kalten Krieges leisten will, dann muss es gelingen, den Dialog mit Russland fruchtbarer zu gestalten, als es in der jüngeren Zeit der Fall war. Und deshalb begrüße ich ausdrücklich, dass die Bundesregierung neben der notwendigen, klaren, unzweideutigen Reaktion auf russisches Fehlverhalten auch die ständige Bereitschaft zu Gespräch und Dialog mit Russland offen hält. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Abschließender Redner in dieser Debatte ist der Kollege Norbert Spinrad, SPD, dem ich damit das Wort erteile. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Russland und die EU müssen ab sofort an einem Strang ziehen. Zur Verhinderung eines Bürgerkriegs in der Ukraine im Interesse der demokratischen Kräfte, im Interesse der Menschen in der Ukraine. Das war der Schlussappell meiner letzten Rede zum Thema Ukraine am 20. Februar, am blutigen Donnerstag in Kiew. Die Außenminister des Weimarer Dreiecks aus Frankreich, aus Polen und Deutschland haben es durch harte Verhandlungen einen Tag später geschafft, das Blutvergießen in Kiew zu beenden. Ihnen ist berechtigterweise dafür heute viel Anerkennung ausgesprochen worden. Das von Ihnen vermittelte Abkommen vom 21. Februar hingegen wurde in der Ukraine nicht so in die Tat umgesetzt wie vereinbart. Schon am nächsten Tag überschlugen sich durch eine Lawine von Entscheidungen des Parlaments der Ukraine die Ereignisse. Nicht abzusehen war an diesem Wochenende, was sich daraus entwickeln würde. Und nur drei Wochen später scheint sich dort die Welt vollkommen verändert zu haben. Alle Diplomatie der letzten Wochen konnte nicht bewirken, die Eskalation der Situation insbesondere auf der Krim zu verhindern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor dem düsteren Hintergrund zweier Weltkriege wurde die Europäische Union geschaffen. Deren wesentliches Fundament und deren wesentliches Erfolgsergebnis ist der unerschütterliche Wille der beteiligten Mitgliedstaaten, Konflikte ohne militärische Gewalt zu lösen. Nie wieder soll Krieg in Europa herrschen. Diesen Satz haben wir auch in diesem Hause häufig gehört.
Und dies gelingt. Dies gelingt in der EU durch Beachtung der nationalen Eigenheiten und der nationalstaatlichen Souveränität, durch engmaschige Verknüpfungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, durch den Willen zur Angleichung der Lebensstandards, durch das Schaffen selbstgewählter Abhängigkeiten und durch das Monitoring der gemeinsamen Politik. Der Europäischen Union wird nun von interessierter Seite vorgeworfen, dass sie die Lage in der Ukraine falsch eingeschätzt hat, dass sie mit ihrem Drängen auf ein einseitiges Assoziierungsabkommen zur Entwicklung der Situation beigetragen und im Vorgarten Russlands gegrast habe. Jedoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Welt hat sich in den letzten 25 Jahren nach dem Zerreißen des Eisernen Vorhangs und nach dem Ende des Kalten Krieges verändert. Und auch die Europäische Union hat sich entwickelt. Sie hat es verstanden, dem Frieden einen eigenständigen Wert zu geben. Sie hat es verstanden, über einen gemeinsamen Binnenmarkt, durch Freizügigkeit, durch gemeinsame Regelwerke, durch einen Raum der Freiheit, der Sicherheit, des Rechts und durch Regulierung ein Geflecht von gemeinsamen Interessen dann zu knüpfen. Und dieses Geflecht macht es nahezu unmöglich, mit den früher üblichen kriegerischen Mitteln Tatsachen zu schaffen. Russland dagegen ist noch auf der Suche nach Ende des Kalten Krieges, auf der Suche, seine neue Rolle im Weltgefüge zu definieren und sieht nun sein Projekt Eurasische Union durch die Hinwendung der Ukraine zu einer Assoziierung mit der Europäischen Union in Gefahr. Jedoch sage ich dann auch mit allem Nachdruck, wenn sich die Welt verändert hat, dann darf man nicht einfach zu altem Blockdenken zurückkehren. Vielmehr muss man zum Wohle aller Beteiligten bei gemeinsamen Interessen, aber auch zum Wohl der unterschiedlichen eigenen nationalen Interessen zusammenarbeiten. Und dann ist es vor diesem Gebot eben nicht hinnehmbar, dass Russland mit falschen Behauptungen Schutzinteressen für einen Teil der Krimbevölkerung vorgibt. Es ist nicht hinnehmbar, dass Russland die Krim faktisch besetzt hat. Es ist nicht hinnehmbar, dass Russland die Annexion der Krim als Folge des für Sonntag geplanten Referendums plant. Und es ist nicht hinnehmbar, dass Russland trotz aller Warnungen aus dem Rest der Welt das Szenario unverändert durchzieht. Europa hat die erste Stufe von Sanktionen in Kraft gesetzt. Weitere werden folgen, wenn Russland nicht auf Absetzung des Referendums hinwirkt. Europa hat diese Konfrontation nicht gewollt. Aber Verletzungen des Völkerrechts sind nie hinnehmbar, gleich auf welcher Seite sie geschehen. Deshalb müssen wir ihnen Einhalt gebieten. Einhalt gebieten, aber ausschließlich mit den Mitteln, die seit fast 70 Jahren Garant für den Frieden in Europa sind, nämlich mit den Mitteln der Demokratie und, wie Frau Merkel heute Morgen sagte, militärisches Vorgehen darf keine Option sein. Russland muss seine eigene Isolation verhindern, muss auf die Gesprächsebene zurückkehren, muss sich einer realpolitischen Diskussion stellen und auf das Angebot der EU zur Zusammenarbeit eingehen. Ziel muss es sein, eine politische Kultur der Kompromisse zu entwickeln, die dann eben auch in der Ukraine den Dialog schafft, der es ermöglicht, das Abkommen vom 21. Februar umzusetzen, unter anderem mit raschen Neuwahlen, um damit auch zu einer Übergangsregierung der nationalen Einheit zu kommen. Und da sage ich, lieber werter Kollege Gysi, ich will Ihnen in Bezug auf die Vertreter der Swoboda-Partei durchaus recht geben. Die haben auch nach meinem Empfinden in dieser Regierung nichts zu tun. Aber auch deshalb will ich eben schnelle Parlamentsneuwahlen in der Ukraine, damit die Menschen, die den Protest auf dem Maidan so vorbildlich friedlich begonnen haben, die Chance der Korrektur nutzen können. Ich frage Sie und Ihre Fraktion dann aber auch, was diese Situation mit der völkerrechtswidrigen Annexion durch Russland der Krim dann zu tun hat und wie man das rechtfertigen kann. Ihre oft kruden Diskussionen der letzten Wochen, Ihre Reminiszenzen an altes Blockdenken, Ihre Nibelungentreue zu alten Freunden machen es mir und vielen in diesem Haus oftmals hinreichend schwer, Sie ernst zu nehmen. In den Dialog
in der Ukraine, mit der Ukraine, mit allen Beteiligten, müssen auch alle Bevölkerungsgruppen einbezogen werden, auch die russischstämmigen. Es bedarf dringend der Bildung der internationalen Kontaktgruppe. Dabei kann und muss Deutschland eine wichtige Rolle als aktiver Vermittler spielen. Herr Kollege Spindler, Sie denken an die Redezeit. Gerne, gerne, und kommen dann damit auch zum Ende. Ich sage aber auch, es bedarf eines sofortigen Handelns durch Russland, nämlich mit dem Bewirken einer Absage des Referendums auf der Krim. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Dank für Ihre Aufmerksamkeit formuliere ich dann eben 4 Tage vor diesem Referendum, wenn es gelingt, eine Zusammenarbeit aller Beteiligten nicht gegen, sondern mit Russland zu organisieren, dann kann es auch gelingen, den wichtigsten Grundwert der modernen Demokratie im 21. Jahrhundert zu bewirken und dauerhaft zu sichern, den Frieden. Damit schließe ich.